Ja, herzlich willkommen bei unserem heutigen Spiel. Es gibt wieder. Hallo, grüß euch. Es gibt heute wieder ein sehr aufregendes Spiel. Es geht nämlich um den zweiten Platz in der Gruppe A. Wer spielt denn heute gegen wen, Dominik? Ja, genau, also der zweite Platz in der Hinrunde, der soll fixiert werden. Es spielt SKN St. Pölten gegen TFC Tulln. TFC Tulln gegen TFC Pillachtal durften wir bereits kommentieren. SKN St. Pölten heute in der Favoritenrolle, allein deshalb, weil TFC Tulln leider mit einer Person zu wenig antreten muss. Das bedeutet, das erste Doppel der sechs Spiele ist bereits mit 3 zu 0 für SKN gewertet. Und wir starten dann gleich mit dem zweiten Doppel. Das bedeutet natürlich auch eine spannende Partie, die mit 1-0 startet. Eben dadurch geht es mal in die Richtung von SKN. Da ist natürlich jetzt sehr wichtig auch für den TFC Tulln, dass die jetzt richtig Gas geben im ersten Spiel. Vielleicht sogar schon ein bisschen einen Motivationsboost auch für ihre Teamkollegen mitgeben können im ersten Spiel. Und ich freue mich jetzt wirklich zu schauen, wie die das jetzt rumreißen wollen mit einem 0-1 Nachstand, nennen wir es so. Definitiv, also ist ja generell jetzt in Competitions so, würde ich auch meinen. Die Underdog-Rolle kann einem auch helfen. Also eben wird Tulln dann möglicherweise lockerer aufspielen können mit dem 0 zu 1 Rückstand. Das Spiel ist aber definitiv sehr, sehr wichtig für beide Parteien. TFC Pillachtal hat sich ja mit 6 zu 0, auch wenn die Spiele deutlich knapper waren, als das 6 zu 0 vermuten lässt, gegen Tulln durchsetzen können. Und ist auf Papier definitiv der Favorit auf den Gruppensieg. Das heißt, das Duell SKN St. Pölten oder TFC Tulln wird höchstwahrscheinlich am Ende darüber entscheiden, welches Team zu den Playoffs fahren kann. Weil der erste qualifiziert sich ja fix und der Richtig. zweite Platz, die zweiten Plätze spielen sich untereinander aus, wer da auch an den Playoffs der Bundesliga teilnehmen darf. Ja, super. Wen werden wir denn heute sehen für den TFC Tulln? Wer übernimmt da das nächste Spiel? Ja, ich würde sagen, wir kündigen gleich mal an das Spiel, dass wir demnächst auch einblenden können. Die Spieler sind gerade im Warm-up, Bänder aufwickeln. Und zwar auf Seiten der Heimmannschaft TFC Tulln machen das Huber Sebastian und Gol Lukas. Und die müssen sich durchsetzen gegen Sebastian Bertel und Jonas Gradinger. Ja. Und ja, ich denke, das Doppel wird auf jeden Fall auf Augenhöhe stattfinden. Ne? Lukas mit seiner Technik in der 5 durften wir ja letztes Mal schon begutachten. Jonas und Sebastian auf Seiten von SKN bin ich sehr gespannt, wie es bei denen nach der Corona-Pause zugeht. Jonas, Absolut. werden vielleicht einige mitbekommen haben, hat ein paar Slingshots auf Facebook in Corona geteilt. Richtig, richtig. Das haben wir letztens auch, als wir den Test mit ihm gemacht haben, hat er uns jetzt gezeigt, dass also das kann durchaus interessant werden. Bin gespannt, was er da auf den Tisch zaubert. Ja, vielleicht sehen wir den einen oder anderen Slingshot. Ich denke aber nicht, dass ein Slingshot schön anzusehen, aber nicht der effizienteste Schuss, würde ich sagen, Das im ist richtig. Repertoire von Jonas zumindest. Aber ich denke auf jeden Fall ist es lustig jetzt zu sehen, dass wir viel künstlerischen Freiraum gewonnen haben durch dieses Jahr Off-Time mehr oder weniger im Tischfußball. Es werden alle möglichen witzigen Challenges auf Facebook, YouTube, was auch immer, Instagram gepostet. Die deutsche Community ist auch da ziemlich aktiv. Und ich bin gespannt, ob irgendwelche eigenartigen Tricks und Trickshots da jetzt wirklich auch einen Platz im Spiel finden können. Also das wäre natürlich toll. Ja, absolut. Also es ist ja der Grat zwischen Trickshot und seriösem Shot ist ja oft sehr schmal. Beispielsweise würde ich meinen, in der Mitte kann man ja den Ball an die eigene Torbande zurückspielen Ja. und ja, wird dann dadurch direkt auf die 3 gehen. Wirkt absurd, funktioniert aber eben auch bei Collignon und derartigen. Und bei Jonas beispielsweise weiß ich, dass er ja, den schon gerne mal einbaut. Ja. Eben, und das würde ich dann eben nicht mal unbedingt als Trickshot, aber eben als sehr speziellen Mitte-Pass einstufen. Ja. Verstehe.
Was mir auch sehr gut gefallen hat letztens bei Saltamontes, das ist ein Schuss, der mir aufgefallen ist von Florian Neuhold, wie er aus dem Pin ihn gezogen hat, um ihn dann wieder aufs Lange zu drücken. Das war sehr imposant. Also was hältst du von solchen Schüssen? Nein, absolut. Also das würde ich jetzt nicht als Trickshot oder so einstufen, sondern eben Schüsse, die das Repertoire abrunden können, würde ich meinen. Das sind dann gefinkeltere Schüsse. Man kann natürlich nicht nur auf denen aufbauen, weil ja, wenn immer die Spezialschüsse kommen, wird sich der Verteidiger darauf einstellen können. Aber die zwischendurch einzubauen, ist, würde ich sagen, hilft dem eigenen Spiel. Ich meine, ich würde es gar nicht, beim Florian würde ich nicht zwischendurch einbauen. Er hat es wahnsinnig konsequent sicher mindestens 5, 6 Tore mit diesem Schuss gemacht. Und Okay. er hat ihn so konsequent durchgezogen, dass ich wirklich sage, das war ein Schuss, den man nicht wirklich kennt. Also ich habe ihn jetzt selbst auch trainiert, weil ich ihn super finde. Man kennt ihn nicht wirklich und er hat einen riesen Einfluss auch auf die Spieler. Und das ist einfach schön zu sehen, auch ein bisschen diesen Oldschool-Gedanken, den man wieder hineinbekommt, dass man nicht dieses klassische Snake-Auflage-Spiel spielt, sondern halt auch einfach andere Variationen reinbringen kann. Wunderbar, ich sehe gerade, es wird der erste Ball startet in Kürze. Also Sehr ich würde gut, wir sagen, schalten rüber ins raus. Spiel. Viel Ja, Spaß an wunderbar. alle. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Da sind wir schon drin. Mir wurde perfekt, mir wurde der Hinweis zugetragen, dass du etwas zu leise bist, Fede. Ich müsste. So, erste Ja. Auflage für Blau. Auf der rechten Seite im Sturm Jonas Graninger für SKN St. Pölten. Hat den Ball jetzt auf der 3 in der Snakeshot-Position eingeklemmt. Da geht's dann schon mit dem Versuch ersten nach Schuss hinein. oben. Ja, aber wird geblockt von Sebastian Huber. Sebastian Huber hat mir eigentlich auch in der letzten Runde in der Verteidigung ganz gut gefallen. Ja, hat aber ein paar Probleme gehabt, auch ja, eben Durchspielen nach vorne durchkommen. Ja. So, jetzt erstmal Sebastian Bertlauch am Ball. In der Zugposition. Schauen wir, was der So. Sebastian da hinten aus der 2 herausholen kann, auch in diesem Spiel. Da bleibt er vorne Sehr hängen auf schönes der Tor. 3. Ja, nein, nein, der ist genau hängen geblieben, aber dann zurück auf die 5 und wieder auf die 3. Und ganz lang nach oben, ja, von Jonas. Ja. Da Gleich von schaut er in die Jonas her. Kamera, da weiß er, wo er hinschauen muss. Fede, konntest du dich lauter stellen mittlerweile? Ich rede lauter. Ich wüsste nicht, wie ich mich lauter stellen soll. Mit dem hier funktioniert es leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber ich werde lauter reden und das wird das Problem höchstwahrscheinlich lösen. Okay. Und Lukas eben hat sich gleich den Ball vorpassen können. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen. Er variiert ja gerne zwischen Snake und Pin. Und der erste Schuss war ein Wanderpin, Ja. den er dann eben klassisch rechts lang, also nach unten, glaube ich, verwerten wollte. Ja, aber ganz, ganz mit viel Routine schießt Jonas ihn dann aufs Kurze hinein. Und es steht schon 2 zu 0. Ja, na, der Jonas, ich glaube, es waren jetzt 3 Schüsse, alle 3 waren nach oben, Ja. alles nächst. Einer war zwischendurch halt ein bisschen kurz, ich glaube, der erste und relativ flott, also Ja. der ist konfident. Gut, Und der war dann nicht kommt das. absichtlich. Da war der Pin nach unten, den er so kurz wollte, dass er schon wieder in die Gegenrichtung Ja. abrauschen wollte. So, Sebastian wieder, Verteidigung. Kommt heute schon deutlich besser zu. Und da sieht man, der hat einfach in die Deckung geschossen und dann prallt der Ball ab und geht auf die 3. Also das wird aus meiner Sicht eigentlich unterschätzt. In die Deckung schießen, wenn dann der Ball abprallt, ist super. Mit dem Ricochet kann er ihn dann durchaus wieder fassen, das ist richtig. Absolut. Aber Sebastian, passt auf, mir kommt es überhaupt vor, er glaubt ihm den nach oben nicht so ganz, den Pin. Also der konzentriert sich da eigentlich total auf nach unten lang und unten kurz. Richtig. Ah, Und wieder sehr der Abfall, schön. er schaut an. Der, da Ja, ist er also. wieder genau wie vorher, super. Er bleibt beim Pin. So, jetzt schießt er nach oben, aber auch Sebastian sagt, er ist einfach schneller als er.
Und jetzt mit deinem Standardschuss kriegt er ihn rein, sehr schön. Ja, sehr schön. Ich glaube, mit dem einen zwischendurch nach oben hat er sich den jetzt aufgemacht, weil man hat gesehen, Sebastian hat auch die Verteidigung ein bisschen angepasst, kurz den Tormann nach oben und nicht nur den Verteidiger. Aber geht weiter. Also die Quote von Sebastian, von seinen Schüssen, die auf der 3 von ihm landen, von seinem Partner, ist gerade super Sind hochgefallen. super, ja. Gut. Hat er hier wieder seine Chance und er verwertet. Sehr schön, wie er nach oben zieht, den Fake bringt und da sieht man, wie der Sebastian ein bisschen aufzieht und dann geht er rein. Ja, absolut. Ja, der Jonas eben nach 2-0 der vorne, jetzt 3-2 hinten. Oh, schöner Brush. Der war astrein, ja. So. Da ist die Chance auszugleichen. Ja, und er kommt einfach. Wir sehen hier Schuss auf Schuss. Es steht 3 zu 3 in der ersten Partie, in der ersten Runde. Sehr schön. Ja, lang nach unten. Also Jonas hat jetzt doch in die andere Richtung. Dann auch den Snake hat er sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Bei denen nach oben hat er meistens relativ schnell abgezogen. Er Wichtiger blockt Block. das. Also beim 3 zu 3 den Ball auf die eigene 3 blocken können, das ist. Er Und geht dann auch gerade noch rein. hart verwerten. Ja, Einfach hart Wahnsinn. verwertet, gerade reingeschossen, den Traum. Ja, Sebastian Huber hat eigentlich eh gar nicht so schlecht verteidigt vorher, aber Jonas hat gesehen, der ist offen und verwertet sofort. Unangenehm, würde ich sagen, für den Verteidiger. Macht auch gleich Druck aus dem mittigen Plänkel aufs Tor, aber auch Sebastian Huber passt auch da wieder auf. So, Sebastian, jetzt muss er halt wieder nach vorne hauen, wieder vielleicht in die Deckung schießen. Das war in die 5, leider nicht in Ja, die 2. und da haben sie jetzt die Chance, das erste Spiel schon zu schließen. Jonas gibt sich da ein bisschen Zeit und setzt den Ball aber Ja. neben das Tor. Der Pass kommt zwar nicht direkt an, aber indirekt. Es reicht aus, 4 zu 4, sehr schön. Ja, der Kurbler mit dem Kurbler zum 4 zu 4. Ja, der Kurbler scheint aber zu Jetzt ist spannend. funktionieren. Der hat jetzt schon zweimal funktioniert, also der geht. Jonas auch gleich wird sich vielleicht auch ein bisschen ärgern. Ja, er hört uns scheinbar, weil er auch gleich schaut. Nein. Ja, weil er den Matchball eben nicht verwertet hat, Ja. kommt das Handtuch zum Einsatz. Bin gespannt, ob er beim nächsten, also beim Satzball, nicht Matchball, ist ja der erste Satz erst 0-0 in der ersten gespielten Begegnung. Ja. Nochmal wichtig hinzuzufügen, dass die erste gespielte Begegnung trotzdem liegt aber SKN 1 zu 0 vorne wegen einer Aufgabe, gezwungenen Aufgabe von Tulln. Genau, weil eine Person zu wenig heute anwesend ist, muss das erste Doppel dann aufgegeben werden. Jonas hat hier nochmal seine Chance, das 5-4 im ersten Spiel zu erreichen und verwandelt ihn sehr schön. Wir sehen ein 1 zu 0 für SKN. Genau, es wird alles best of 5 gespielt, das heißt, zwei Sätze müssen noch gewonnen werden. Aber ich würde sagen, super Opener, also 4 zu 4, 5-4. Und der Jonas jetzt auch Nerven bewahrt, tappt er dreimal und dann lang nach unten. Also die Varianten vom Jonas beim Snake ja, sind ordentlich vorhanden, würde ich meinen. Das finde ich Sebastian Huber eben in der Verteidigung sicher nicht so leicht. Sitzt auf jeden Fall jeder Schuss auf die Position, auf die er es auch wirklich schießen will, und das ist schön zu sehen. Genau, ja. Wir gehen dann gleich ins zweite Spiel hinein. Und Tulln kann Genau, sich den zweiter ersten Spiel, Satz. zweiten Satz und jetzt eine Snake-Variante. Genau, bisschen weiter oben aufgelegt Ja. und dann aber lang nach oben. Ja. Holt sich's aber. Sehr schön gespielt. Ja, sehr stark. Verliert er leider den Ball. Ja, na, der war astrein nach vorne blockt. Ich glaube, Ja. also da war wirklich auch eine Bewegung nach vorne bei von Lukas. Hier ein bisschen War das Getappe. Snake jetzt auch? Da steht jetzt aber sehr schön in der Verteidigung des Sebastian Bertl. Ja, den Graten hat er eben nicht anbieten wollen, ja. Sehr schön. Das hätte durchaus funktionieren können.
mal ein Zug aus der Verteidigung. Geht kurz, sehr schön. Ist aber geblockt vom Sebastian, der das jetzt auch vielleicht wieder zurückgeben kann. Ein Passversuch. Da eiert auf der 5 herum und Thulen bekommt den Ball. Sehr schöner Pass nach vorne. Jetzt ist er durchgegangen. Gibt dem Jonas die Chance, seinen Snake wieder zu zeigen, was er da kann. Ich glaube, der war nicht gehalten, oder? Der war wirklich der war direkt neben das Tor. in die Torecke, also in die Bandenecke. Ja. Und die Geplänkel, ja, da hat, glaube ich, Jonas kurz überlegt, ob da ein Foul dabei war, weil man sieht so schlecht. Vielleicht war sogar er, der angeschlagen hat. Ja. Na, wir haben jetzt viel Spiel. Oh, ein magischer Ball auf die 3. Sehr schöne. Ja, der war nicht schlecht. Ja. Jonas also kriegt seine bekommen Chance. Und sofort. Ah, will nicht. Damals wirklich ein Stellungsspiel vorn und hinten. Basti versucht es wieder mit dem geraden Schuss, aber direkt aufs Tor. Wollte nicht. Robert Sebastian eigentlich genauso schön wie vorher wieder in die Deckung geschossen. Ja. Und da kommt der Ungnädige. Ja. Ja, wir haben den. Ich glaube, den nehmen es aber gerne, ja. Den nehmen es gern, weil jetzt haben wir einen Vorsprung von 2-0. Und da können es was draus machen, die Jungs. Im ersten Satz war ja SKN 2-0 vorne und dann kamen 3 Tore in Folge von Thulen. Bin gespannt. So, man sieht ja jetzt auch, also warum die Bälle auch ein bisschen so abtropfen, wie es auch die Stellung von Sebastian Bertl, wie er steht mit der Figur so nach vorne. Ich glaube, da hat er eigentlich also eben versucht umzustellen. Er hat jetzt reagiert. Durch das erste Loch. Ja, aber wichtig, ja. Wir haben jetzt den Ton vor Ort verloren. Ja, genau, der hängt etwas nach, hat auch jemand geschrieben. Ja, okay. Nach dem Spiel ist ohnehin der Plan, die Kamera etwas anders zu positionieren. Vielleicht werden wir da auch gleich den Tontechniker zur Hilfe rufen. In der Zwischenzeit hat Lukas auf jeden Fall auch mal wieder den Pinshot versucht und ja, neben das Tor gesetzt. Also der Und da kommt jetzt ein Tor. Ganz unspektakulär von hinten. Der hat gesessen. Unspektakulär, ein wunderschönes. Ja. Also ich muss ehrlich sein, ich habe zugeschaut und ich war dann verblüfft, dass der Ball drinnen war. Ja, er war so schnell, ja. Ja. Da reichen die FPS nicht aus. Ich glaube aber, er war ins Kurze. Bin auch nicht ganz sicher. Okay. Aber so schnell wie der war, denke ich, dass der unabgefälscht einfach eine Linie. So, Sebastian Bertl kann jetzt die Schüsse von der 2 von Sebastian Huber wegblocken. Wobei man jetzt vorkommen ist, er hält die Stange lockerer. Das ist ja auch eine Technik, mit der man versuchen kann, den Ball beizubehalten als Verteidiger. Indem man die Stange locker hält, damit der Ball nicht abprallt direkt und dann zugreift in dem Moment. Und da hat er wieder aber da war den ein Tor. Kurbler. Da hat er wieder den Kurbler gemacht und die funktionieren. Was ich muss sagen, Lukas überrascht schon jetzt auf der 5. Sehr stabil dieses Mal. Ich finde, da kommt fast alles vorne an. Das gefällt mir sehr, sehr viel besser als das letzte Mal. Ja, aber letztes Mal, wie gesagt, also die Pilachtaler, das waren ja die definitiv die Favoriten. Ja. Und ein sehr starker Spieler lässt einen deutlich schwächer aussehen. Das ist richtig. Dass man nicht häufig. Das war ein grober Schnitzer von Sebastian Bertl bei 3-1. Da wäre es so wichtig, den Ball zu behalten und vielleicht Richtung Anschluss zu gehen. Wandert wieder mit dem Pin, Lukas. Ja, Lukas scheint top motiviert, das 4-1 rauszuholen. Wird aber schön geblockt. Aber hast gesehen, wie schnell der wieder auf der 3 war? Ja, Wahnsinn. Wirklich da ist er confident. Ja, unter ist dem Blick drin. In die Kamera, da weiß er. Ja. 4-1. Da haben die Thulen jetzt die Chance. Da holen sie sich jetzt vielleicht einen Satz. Bin gespannt, ob sie den 5. auch noch verwerten können, so wie das jetzt funktioniert hat. Ist das durchaus möglich? Ja, SKN weiß, so wie der Satz gelaufen ist, soll es nicht weitergehen. Wir wechseln. Sebastian Bertl jetzt in der Stürmerposition und Jonas
in die Verteidigung. Finde ich immer gut. Es ist allein, um ein Gefühl zu bekommen, vielleicht, ob der Wechsel gut aufgehen könnte, weil jetzt ist ja gar nicht so wichtig. Ja. Das heißt, kommt der Sebastian jetzt besser durch und kann zum Beispiel gleich verwerten, werden sie das vielleicht im dritten Satz beibehalten. Aber wir werden sehen. Sebastian lacht zwar noch, aber es hat etwas angespannter als vorher gewirkt. Bin gespannt, wie sie das jetzt machen. Ah, jetzt gab es eine Da war ein Reklamation. Foul Call wegen einem Schlag von der 5. Okay. Leider haben wir keinen Ton, sonst könnten wir da ein bisschen Bisschen mithören, ja. mitbekommen, um was es geht. Ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Also es war definitiv ein Schlag da, aber ich glaube, dass er nicht ausschlaggebend dafür war, dass der Ball nicht angenommen wurde von Sebastian Bertl. Das, was ich jetzt gesehen habe. Ach so, ich dachte eigentlich, ich habe gedacht, Lukas hat gecallt. Das Foul. Okay. Das würde mich verwirren. Weil wenn. Aber du hast recht, es kann sein, dass der Jonas gleich Stopp gesagt hat, zu Beginn gleich, also Ja. eigentlich schon, dass dann kurz weitergespielt wurde. Ja, Ich glaube auch. das ist richtig, ja. Das ist definitiv möglich. So, alle, die den Stream zuschauen, wir nutzen jetzt diese kleine Pause. Gebt uns bitte einen Daumen nach oben, da freut sich der YouTube-Algorithmus darüber, damit wir vielleicht auch Leute erreichen können, die jetzt nicht direkt über Social Media aufgefordert werden, diesen Stream anzuschauen. Das wäre natürlich super toll. Und folgt Tischfußballbund Österreich. Da ist einer der ersten und wichtigsten Kennziffern, ist der tausendste Abonnement, wenn man da weitere Freiheiten freischaltet bei seinem YouTube-Account. Also bitte alle Daumen nach oben geben und abonnieren den Kanal. Danke. Genau, das Abo ist sehr wichtig. So, es wird weitergespielt, der Ball jetzt auf der 5. Ja, sie haben sich da Ich glaube, das ist dann geeinigt. der, ja, ich glaube, das ist der Kompromiss. Okay, jetzt ist das Bild weg. Bei dir Und auch, oder? jetzt gibt es wahrscheinlich eine Schlägerei vor Ort. Nein, Scherz beiseite. Wir sind schon wieder im So. Spiel. Na, vielleicht wurde da kurz etwas der Kamera geändert. So, also ich glaube, es war auf jeden Fall der Kompromiss eben, dass der Bertl Sebastian ihn auf die 5 bekommt. Ja. Aber alle jetzt auf der 2. Jonas mit vielen Passvarianten von hinten, so kenne ich ihn eh, also Jonas, für die, die es auch nicht wissen, spielt auch in die Wiener Liga als Legionär sozusagen für TFU versus Biber, sprich mein Verein. Und jetzt kommt der Schussversuch. Aber er hat eigentlich sehr viele Passvarianten von hinten und einige schon gezeigt. Und da ist jetzt genau das, was du vorher wieder besprochen hast. Der starke Schuss nach vorne prallt ab und Sebastian kann ihn sich sichern. Ja, genau. Also, das war auch von Jonas. Also, er hat da wirklich mit sehr viel Schliff aus der Bewegung geschossen und war sehr elegant, würde ich meinen. Ja. Da kriegt er wieder eine Chance. Schauen wir mal. Schnell kombiniert auf die 5 von Sebastian. Schussversuch wird aber gehalten von Sebastian Ober. Ja, der schöne Pass wäre schon weggegangen, aber durch die Seitenbande kommt er nochmal zurück. Sebastian jetzt nochmal mit der Snake Und Sebastian Chance. holt sich die Verkürzung auf 2 zu 4, 4 zu 2 in dem Fall. Ja, der Lukas hat jetzt ein bisschen durch die Finger geschaut, die letzten paar Schüsse. Kann ihn jetzt auch sehr schön wieder nach vorne schießen auf die 3. Ja, schon, gell? Er hat seit dem Wechsel viel zuschauen müssen. Wahnsinn, sehr stark aus Ja, dem das. Spiel direkt. So. Ich glaube, dass der Lukas da ein bisschen zu sehr schon 4 zu 1 sich in Sicherheit gewogen hat und eigentlich schon mit dem Kopf im nächsten Satz sein wollte. Ja, und jetzt wird es halt gefährlich. 4 zu 3 ist wirklich heiß. Was das auch mit der Psyche macht. Und sehr starker Ja. Bandenpass da von Sebastian Bertl. Lukas schüttelt den Kopf. Ja. Und da war er Und drin. er war drin. Der war drin. 4 zu 4, Wir haben Wahnsinn. das 4 zu 4 noch geholt und jetzt ist viel Druck, sehr viel Druck auf dem Lukas. Ich glaube, der Wechsel hat sich gelohnt für SKN, ja? Na, Von hätte ich nicht 4-1 zum gesagt, ja. 4-4, ja.
sehr aktive Mitte da in der Verteidigung von Sebastian. Das macht viel Druck. Da hat er jetzt seine Aber da, Chance. Da hat er seine Chance. Da muss er jetzt zeigen, dass er reingeht. und mit Snake. Er will Ich glaube, nicht. der war daneben, Ja, da der ärgert er Ball, sich. oder? An die Stange. Ja. So, Jonas, macht er jetzt einen gefährlichen Schub oder kommt ein Zauberpass wieder? Ich glaube, es kommt ein Kantenpass. Ah, Der Pass schleift hat dann sich durchaus ins Bein. angeboten. Also, es ist größtenteils bei Lukas in der 5 ist offen, an der Bande vorzupassen. Auch sehr schön ins Lange geschliffen von Sebastian. Und da kommen die Pässe, Ja. die ich meine, das war wieder so ein Zauberpassversuch von Jonas. Ja. Da Ja. springt Also ich er. glaube, der ist wirklich, ja, nein, der ist so geplant. Ja. Den kann man so machen. Sie holen Wahnsinn, sich. 5-4. Super. Ja. 5-4, spannend. So wichtig, dass sie das jetzt noch schließen haben können. Wirklich wahnsinnig wichtig. Also nach einem 4-1, wenn du da den Satz noch verlierst, dann ärgerst dich wirklich, glaube ich. Ja. Also das war unfassbar wichtig. Ein Tipp kam rein, der Sound sollte angeblich wieder funktionieren. Ich mache mal den Refresh und sage dann, ob der Sound bei mir dann wieder da ist. Ja. Und falls ja, dass du das dann auch am Stream durchführst. Also ich höre leider auch nach dem Refresh nichts. Nein, ich höre auch nichts. Hast du auch refreshed oder Ja, weiternehmen wir mal? ich habe die Source noch einmal getestet und da ist noch kein Input. So, ich habe unserem Techniker Kenneth vor Ort bereits geschrieben. Kenneth und Jonas, also Jonas sieht man jetzt im Spiel von SKN in der Stürmerrolle, sie wechseln wieder, interessant. Und Kenneth, die haben ja das Saltamontes-Spiel beispielsweise gecastet. Ich glaube, beide Saltamontes-Spiele. So, dritter Satz, es geht weiter. Dritter Satz. Wir reden umso mehr, je weniger wir hören vom Tisch. Ja, finde ich gut. Schauen wir, ob wir die Soundeffekte dazu auch machen können. Ja, Klonk, das da ist er überlasse ich drin. dir. Ja, sehr gut, ja. SKN legt gleich einmal 1 zu 0 vor. Im wichtigen dritten Satz. Ja, aber er setzt nach. Lukas ist da durchaus stabil auf der 3 und gleich zum 1 zu 1 aus. Haben jetzt auch wieder Also, zurückgetauscht. Also Jonas ist jetzt wieder auf der vorderen Position im genau, Angriff. ja. Sebastian Bertl in der Defensive. Das war jetzt Finde ich eher ein Pock. persönlich, Ja. find ich persönlich aber interessant. Also es hat ja so gut funktioniert, die haben ja in dieser Aufstellung von 4 zu 1 auf 4 zu 4 stellen können. Das ist richtig. Fand ich jetzt ehrlich auch eine eher fragwürdige Entscheidung. Never change a running system. Es hat gut funktioniert vorher. Ja, wobei der erste Satz natürlich ja auch in dieser Aufstellung gewonnen werden konnte. Ja, korrekt. Also. Na, aber spannend. Wir haben jetzt zweimal 5 zu 4 gesehen. Schauen wir, ob der dritte Satz jetzt auch so viel hergibt. Ja, ich hoffe jetzt auf jeden Fall für uns und die Zuseher. War starker Catch von Luki Ja. vorne. Jetzt müsst ihr aber den Timeout nehmen. Also jetzt hat er keine Zeit mehr. Jetzt hat er Schießt er keine Zeit gleich? mehr. Na ja, Schießt ihn gut. schnell, ja. Verliert dadurch vielleicht sogar den Punkt. Also da wäre ein Timeout möglicherweise die klügere Entscheidung gewesen. Ich denke, also wenn schon so ein Zeitstress da ist, also ich als Verteidiger weiß dann, bin ich dann wirklich auf die schnellen Sicherheitsschüsse total eingestellt und versuche die zu halten. Weil ja, der hat ja nicht Da mehr so bleibt er viel liegen. Zeit. Das hat Nein, nett aber das ist ausgesehen, da bleibt er liegen. ja, ich meine, so liegen bleiben, das war schon ein bisschen komisch, aber grundsätzlich, eben das ist, glaube ich, dass der Sebastian da die Stange, glaube ich, sehr locker hält. Dann gibt die Stange etwas nach, wenn der Ball reinkommt, und dann hast du eine höhere Chance, den Ball bei dir zu behalten. Ja. Und wir haben auch gleich danach wieder von Sebastian Huber gesehen, also der Ball von der 2 auf die Seitentorbande, der landet wirklich oft bei der 3, also da müsste Sebastian Bertl sich umstellen, um den zu catchen. Schauen wir, was er jetzt Von daraus unten haben macht. wir, boah, eine schöne, traumhafte Ja. Kombination, leider dann hängen geblieben, ja. Tick-Tack kann er.
Da war jetzt der Ja, Versuch schöner schnell über die Bahn, aber Übersteiger. Sebastian hat da aufgepasst und sich den Ball gesichert. Uhu. Das war die Außenstange, oder? Aber es ist jetzt wieder ein Foul Call von Jonas. Ist der Ball abgeprallt und dann auf die 3 und dann kam ein Schlag? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe gerade gesehen, dass der Andreas Breuer im Chat gemeint hat, auch dass er der Meinung ist, dass Jonas und Sebastian vielleicht offensiv-defensiv wechseln sollten. Da jetzt. Ja. In der Zwischenzeit ist aus einem Geplänkel heraus ein Tor Ich entschuldige mich. entstanden für Lukas. Ja, nein, nein. Die Zuseher haben es ja gesehen. Ja. Und Jonas wandert. Ich glaube, das ist eine der wenigen Chancen jetzt auf der 3, wo er sich Zeit lässt. Versucht er eigentlich relativ weit unten auflegen und weit nach oben, aber Sebastian Huber gefällt mir jetzt wirklich gut in der Defensive. Der passt einfach so gut hinauf hinein. Macht er schön. Also mir kommt jetzt generell vor, dass da von Blau eben deutlich mehr Druck ausgeübt wird. Sebastian Bertl, Körpersprache auch, schüttelt den Kopf. Also beim 3-1, also ich hätte mir gewünscht, dass sie in diesem Satz vor einem möglichen 4-1 schon wechseln. Ja. Beim 3-1 beispielsweise. Aber das war ein wichtiger Catch jetzt für Jonas und mal sehen. Hat ihn da auch ein bisschen unglücklich verloren jetzt. Der Sebastian Huber. Von hinten. Ja, aber wichtig behalten, ja. Jonas, aber ja, starke Verteidigerleistung da von Sebastian Huber. Da springt er wieder hoch. Ja. Er hat ihn wieder auf der 3 über diesen Pass, den. Ja, aber ich glaube, der war jetzt gar nicht gepasst, der war ganz komisch abgeprallt, aber da muss man Ja. sagen, also, dass der Lukas da eben den auch gleich erwischt. Das ist eine wichtige Stürmerqualität, meiner Ja. Meinung nach. Also es sind nicht unbedingt die Standardsituationen, sondern die freien Bälle im Spiel zu behalten. Ist sehr, sehr wichtig. Das ist auf jeden Erhöht, Fall also Gold wert, das ja. können es dann ausmachen. Schau mal, vom Schussstil her hat er gerade wieder versucht zu passen. Sebastian, meinst Ru du, Huber? ja, rutscht jetzt irgendwie drüber. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein Abpraller von der unteren Zwei-Figur. Ja. Weil sie lassen ja das Kurze offen in der Verteidigung, also das Kurze gehört dem Jonas in der Deckung, vorne auf der 3 und der hat aber auch aufpasst, also der hat den sofort blocken können. Wunderschöner Pass über die Bande nach vorne. Ja, apropos Pass, ja. Ja, und da Die kommt das erste Timeout Passleistung, des Spiels. ja, Passleistung gefällt mir gut und ich glaube, jetzt schickt er doch Sebastian Bertl nach vorne, ja. Die gefällt mir, die Entscheidung. Dann schauen wir, was der Sebastian jetzt auf der 3 macht und ob er verkürzen kann aufs 2 zu 3. Der Sebastian hat sich sozusagen den Ball selbst auf die 3 gespielt, der mit dem Ast rein einen Pass. Mal schauen, ob er seinen eigenen Pass dann auch noch verwerten kann. Er geht rein. Schön war es nicht, aber er geht rein. Ja. Das war ein Und sie klassischer wechseln wieder. Block-Klonk, um die Soundeffekte wieder mal hin. Nach diesem Spiel wird der Feed, also der Live-Feed von vor Ort nochmal neu gestartet und dann wird hoffentlich auch der Ton wieder da sein. Bleibt auf der 5 hängen. Sebastian Bertl geht wieder in die Defensive, was mich jetzt verwundert. Hat es doch vorher funktioniert. Jonas hat jetzt hier wieder seine Chance, mit dem Snake aufs 3 zu 3 zu verkürzen. Und auch der findet seinen Weg ins Tor. Ja, das waren jetzt zwei etwas glückliche Snake-Tore für SKN, ja, die halt wichtig fürs 3 zu 3. Aber Lukas spielt wieder mühelos mit dem Pass an die Bande nach vorne. Wahnsinn. Ja, das funktioniert super. Ja, aber den legt er so weit nach oben auf. Also das ist halt genau der Punkt, wo es für den Verteidiger ist. Er hat dann schon gezeigt, dass er ihn kurz nach oben auch ja, reinbringen kann. Der Kurbler ist auch da.
Und er ist halt wirklich schnell beim Abzug nach rechts lang, also nach unten lang. Ja. Sebastian Huber von der Körpersprache her der entspannteste Mensch der Welt. Es berührt ihn Ja, nichts. ist wichtig. Ich denke auch, als Verteidiger ist eine der Qualitäten, der Stürmer halt doch auch oft ein bisschen nervöser sein kann, weil er halt doch mehr Drucksituationen hat. Man kennt es vom Elfmeter. Die Ruhe reinzubringen für den Stürmer. Und ich denke auch, das ist auch bei SKN der Fall, dass Sebastian Bertl der Körpersprache nach entspannter ist als Jonas. Das ist richtig. Den Ball bei 4-3 zu die gegnerische 5 verlieren von Jonas, aber er konnte ihn nicht nach vorne passen. Das ist wichtig für SKN. Sebastian jetzt hier wieder mit einer Schusschance, wie es aussieht. Kann ihn dann leider nicht vorne auf der 3 sichern. Das geht über an Sebastian Huber. Ja, ich glaube, der war zwar in die Deckung geschossen, aber Ziel bei in die Deckung schießen ist dann doch auch oft eher auf die 2 zu schießen. Der war eben auf die 1, also auf den Tormann. Der prallt deutlich seltener natürlich und da auch ein Zauberpass, ein versuchter Kantenzauberpass von Sebastian Huber hinten. Kann nicht behalten werden. Da findet er seinen Weg auf die 3 von Jonas trotzdem. Der hat jetzt seine Chance aufs 4 zu 4 wieder auszugleichen. Wahnsinn, er macht ihn. Wir haben noch eine 4 zu 4 Situation, ein weiterer unglaublich spannender Satz. Die schenken sich nichts. Lukas hat auch, glaube ich, sich gerade eher bei seinem Partner entschuldigt, dass er diesen Kantenpass nicht fangen konnte. Und er hält sich dann beim 4 zu 4 natürlich umso mehr. Also der Satz wird wieder 5 zu 4 ausgehen. Sehr schön. Und wichtiges Geplänkel. Jetzt. Ah, er bringt die Ruhe rein, Ja. aber kann ihn da nicht nach vorne. Ja. Da war der Passversuch wieder. Ist aber nicht hängen geblieben auf der 3. Ja, also in so einer 4-4-Situation, wenn schon 1-1 steht, ist so viel Druck, passieren natürlich dann häufiger die Fehler. Also ich denke, dass jetzt ein paar Fehler passiert sind, die beim 0-0 eigentlich beiden Parteien nicht passiert wären. Da passt Jonas auf. Hier wieder sehr schön zu erkennen, dass Spieler wirklich Menschen sind und nicht Roboter. Ja, wir haben ja das Glück, dass wir auch die Gesichter sehen. Ja, Oh. ja, das tut weh. Das wird Sebastian. Da wird er dann vielleicht doch nicht mehr ganz so cool sein Ja. danach. Aber sehr wichtig, da eigentlich die Coolness zu behalten. Ich denke, was wir da jetzt auch gerade gesehen haben, war ein bisschen Play not to lose eben sozusagen. Das heißt, es haben beide Parteien eigentlich eher versucht, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen. Jonas mit schnellen Schüssen in der Mitte, auch von Lukas, der es dann zwischendurch beruhigen konnte, den Ball. Aber im Play not to lose, und da ist dann eben genau, wenn eigentlich eher der andere den Ball hat, eben versuchen, ihn zu Fehlern zu zwingen oder das auszunützen, was ja eben jetzt genau der Fall war. Also Jonas sofort reingekontert, den Schuss von der 2. Und damit 2 zu 1 für SKN. 5 zu 4, 4 zu 5, 5 zu 4. Ja, das ist ein ziemlich harte Nuss für die Thulner jetzt zu knacken, da jetzt wirklich noch zwei Sätze zu holen. Ja, Wird aber sicher ganz ehrlich, anstrengend. das hätte jetzt ein 3-0, also alle drei Sätze waren so knapp, das hätte ein 3-0 für beide Seiten sein können, und ich glaube, Dullen braucht sich da überhaupt nicht verstecken. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie insgesamt eher auch die sind, die den Druck ausüben. Das stimmt. Aktiv. Ja. Richtig. Also, ich glaube, Sebastian ist ganz wichtig, Sebastian Huber von hinten, dass der sich nicht auf den Fehler jetzt beruft, den er da am Ende, wo er vielleicht sogar eigentlich mehr riskiert hat, weil er relativ mittig geschossen hat von hinten, was ich aber eh gut finde, hat er ja sich nicht auf das zu berufen, sondern eben auf seine starke Verteidigerleistung bei Pässen und in der Defensive beruft und sagt, ja, das wird er jetzt auch genauso fortführen. Hallo Norman, im Chat wurde gefragt, wie es steht. 1 zu 0 steht es für SKN, da Thulen leider nur zu 5 sind.
und das erste Doppel deshalb aufgeben mussten. Und das ist sozusagen das erste Spiel, das wirklich gespielt wird. Und hier steht es 2-1 in Sätzen für SKN. Es war aber wirklich extrem knapp. Also wir hatten jetzt drei Sätze mit 4-5, 5-4 und 4-5. Also da ist noch absolut, alles ja. offen, da können wir uns wirklich noch freuen. Okay, warte, Sebastian vorne. Ist das jetzt nur zwischen den Sätzen möglicherweise, um vielleicht ein, zwei Schüsse auszuführen? Ja, Lukas ärgert sich in Grund und Boden. Also seine Körpersprache sagt mir eher, dass er das jetzt überhaupt nicht packt. Während die Gesichter bei SKN deutlich mehr Freude natürlich haben. Sich entspannt haben, ja durchaus. Ja, entspannt, Freude, also die sind gut drauf, motivieren sich. Ja, also es wird wirklich, es ist Auflage und Sebastian Huber eben vorne. Und Lukas nach hinten. Bin gespannt. Ja, Jonas kriegt einen Ball auf die 3 zum Muttertag. Lockt er sich nach vorne, ja. Aber da bleibt er jetzt hängen beim Sebastian und er hat seine Schusschance. Ja, nein, Jonas sollte sich erkenntlich zeigen für das Geschenk, ja. Ja. So, jetzt ist der lange Schliff da deutlich mehr offen, oder eigentlich? Okay. Ja, kurz ist er gestanden auf jeden Fall. Ja, na, sie haben dann auch noch variiert. Also ich bin wirklich gespannt auch von Lukas, was wir da jetzt von hinten sehen. Wird er da an die Passquote oder die Schussquote von Sebastian Huber anknüpfen können? Noch einmal. Wieder in die Deckung, ja. Ja. Aber Jonas kann ihn nicht behalten, ist unangenehm im Winkel zurück. Ich denke, also bei solchen Wechseln oft, Lukas und Sebastian Huber werden da sicher gut eingespielt sein, aber ein Problem bei den Wechseln ist oftmals, würde ich sagen, dass die Schüsse von der gegnerischen 2 deutlich gefährlicher sind. Weil das kann man eben im Einzel alleine nicht trainieren, sage ich mal. Also Lukas zum Beispiel wird im Einzel auch ganz normal verteidigen. Natürlich gewohnt sein. Ja. Aber eben genau dieses Stellungsspiel, dass man da vielleicht nicht so dynamisch sein kann, wenn man eben deutlich weniger eingespielt ist, kann dann eben schon mal den Unterschied machen. Viele, viele Schüsse von Sebastian Bertl, wo er wirklich versucht mit, ich möchte fast halbstarke Schüsse nennen. Boah, aber da hast kommt der gesehen? Hammer. MC Hammer einfach nur von hinten rein. Ja, der Pin von hinten, jetzt weiß man, der Lukas wollte eigentlich, der ist nach hinten gegangen, um von hinten zu stürmen, ja. Ja. Astreiner rechtslang Pin und er legt wieder zum Pin auf. Das ist jetzt eigentlich eher genau das, was ich meine, so eine Nicht-Standard-Situation vielleicht, die ein nicht so eingespieltes Team außer Fassung bringen kann, aber wenn man so selten von hinten gepinnt wird, weil in Österreich wird das ja eher selten gespielt, würde ich meinen, kann da schon mal die Deckung. Aber das ist das Gefährliche, das ist mir auch schon aufgefallen, ich pinne auch manchmal von hinten, aber das Gefährliche ist wirklich, dass die Blocks dann wirklich perfekt auf der 3 landen, wie es gerade passiert ist. Ja, und ja absolut. Und ja. Zum 1-1. Nein, ist eh so, weil der Pin, der wird ja jetzt selten, zumindest in Österreich, jetzt so schräg von außen aufs Tor, sondern eben eher mittig abgezogen. Ja. Absolut, da kommt er natürlich auch mittig gerade zurück. Chip-Pass. A little nicht whiff. Ganz sauber. Ist nicht angekommen. Ja. Zu viel Winkel. Da ist er. Mhm. Jonas hat ihn wieder. Dreht sich da ein bisschen. Sehr schön geduldig. Nicht zu verlieren. Der war, glaube ich, Innenstange, oder? Also, ich habe es nicht gesehen. Also, auf der Kamera hätte ich was gesagt, er war drin, aber er war natürlich nicht drin, sonst hätten sie nicht weitergespielt. Ja. So, Sebastian, glaube ich, mit der ersten Chance jetzt wieder Snake, Stand-Snake ja. Und nach oben. Der geht rein, super. Also das ist natürlich jetzt wirklich auch was ganz anderes von der Verteidigung für Sebastian Bertl, weil Lukas hat ja doch eigentlich eher aktiv gewandert, egal ob Pin oder Snake. Ja. Aber sehr stark und aggressiv da, was der Lukas von der 2 macht. Da sieht man, der will jetzt Tore schießen, der will sich nicht darauf verlassen, dass sein Kollege vorne die Tore reindrückt. Der will es selber holen. Ja, na, der schießt schon fast so fest, das sind
leider nicht mal die Abprall für Sebastian so gut fangbar. Der war deutlich daneben jetzt von Jonas. Also ich glaube, Ja. hinter dem Wechsel könnte auch stecken, dass dann der Lukas vielleicht doch sehr konfident in der Vergangenheit schon war gegen Jonas im Halten. Ich weiß es nicht genau. 3 Und zu widerstandsfähig 1. geworden. Ja. Jetzt kommt der Wechsel. Diesmal nicht erst beim 4 zu 1, sondern schon beim 3 zu 1. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage für SKN, eine bessere. Und da wird ein Foul gecallt, ja. Ja, das ist, finde ich, auch in Ordnung. Er entschuldigt sich auch, ja. Sauberer Pass und dann eben So, weggeschlagen. Sebastian Bertl auf dem Snake und schießt ihn mittig hinein. Und verkürzt somit zum 2 zu 3. Ja, ich hätte gesagt, das verspricht schon wieder knapp zu werden, alles, gell? Ja. Auf jeden Fall, ja. Also das war wirklich sauberer Pass, sauberer Snake. Ja, da rollt er trotzdem durch die Fünferreihe. Und er drückt ihn sofort rein. Und der Quickshot. Oh, das ist unangenehm für Jonas wahrscheinlich. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der jetzt, wenn er von hinten, also als Verteidiger hat man oft auch eine bessere Sicht, wie die gegnerische Verteidigung sich bewegt, wenn der Partner ihn auf der 3 hat, da vielleicht ein paar Lücken entdeckt, die er selbst, wenn er wieder nach vorne geht, ausnutzen wird. Das ist eine sehr gute Beobachtung, Dominik. Ja, Sebastian Bertl, da hat ihm zweimal davor Lukas den kurzen nach oben aufgemacht, aber diesmal blieb er einfach im Rhythmus stehen. Sebastian Huber gerade nur froh, dass er noch ein Auge hat. Ja, Lukas, der schießt sehr fest, ja. Aber der Nein, Lukas also. spielt jetzt wirklich, er will die Tore holen. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Play to win. Er riskiert dazu natürlich auch ein bisschen mehr mit diesen Pinschüssen von hinten, aber er will die Tore holen. Absolut. Und Jonas aber mit sauberem Pass. Also der hat Vertrauen in die Dreierleistung von Sebastian. Aber Spitze so wieder riskieren. Wieder übers Dritte drüber ziehen da. Und den Konter. Ja, Lang, Sebastian ist sogar lang gezogen. mitgewandert mit 3 und Ja. 5. Ja. Also ich hätte Was gesagt, mich. die haben wirklich jetzt mehr Angst vor der Zweierreihe als vor der Dreier, hätte ich gesagt. Das ist gefährlich, was der Lukas da macht. Nein, nein, also ich denke, also die Quote von Sebastian Huber vorne ist unfassbar hoch. Aber er hat halt zu wenig Bälle auf der 3. Aber ich glaube, die Quote, wenn das nicht 3 von 4 waren eigentlich bisher. Okay. Was mir gut gefallen hat, ist auch, also Lukas hat ja eröffnet mit dem Pinshot und jetzt kam ja der Wechsel. Gerade da bei dem Wechsel habe ich mir gedacht, es ist wichtig, nochmal den Pin zu probieren, weil in der anderen Aufstellung hast du den blocken können. Ja. Oh ja, da wird ein bisschen nach vorne geeiert. Das war aber gefährlich, weil er aufs Tor gegangen ist. Die Verlängerung von Ja. oben. Ja, Lukas, pass auf. Er drückt ihn wieder rein. Super. 5 zu 2 Wahnsinn. für TFC Tulln. Schön, das hat mir sehr gut Fünften gefallen. Satz, Sehr ja. dynamisch. Sehr, sehr dynamisches Spiel jetzt. Ja, absolut. Also, ja, ich war ja nicht ganz sicher, wie gut der Wechsel funktionieren wird mit Sebastian Huber vorne. Weil er eben zu Beginn doch Probleme in der Mitte hatte, aber die Quote vorne war jetzt so toll und eigentlich auch also 3 Tore von ihm. Ich glaube, zweimal aus dem Stand nach oben und einmal gleich nach der Ballannahme relativ schnell nach oben gegen Jonas. Und eben das erste und das letzte Tor von Lukas von hinten einmal Pin und einmal Zug. Also der Wechsel war deutlich besser, als ich ihn erwartet hatte. Also 5-2, das war der eindeutigste Satz bisher. SKN hat sich jetzt auch besprochen. Ich glaube, das ist auch wichtig, da nochmal abzusprechen. Und einfach das Vertrauen wieder. Ja, aber jetzt müssen sie halt das Momentum mitnehmen. Also die Tullner müssen jetzt nochmal ordentlich reinpowern, damit sie es auch schaffen, eben diese 1 zu 1 ins Spielen auszugleichen. Das wäre sehr wichtig. Absolut. Auch spannend, eine spannende Information vielleicht. Tulln hat leider das erste Spiel gegen Pillachtal nicht in Sportkleidung, also nicht das ganze Team,
ja, sind ohne Sportkleidung angetreten und haben deshalb einen Strafpunkt, einen halben Strafpunkt bekommen. Das bedeutet sozusagen, es ist wie minus einen halben Punkt. Oh, okay. Sprich, wenn es zu einem Tiebreaker, also einem Gleichstand kommen sollte, zwischen beispielsweise eben SKN und Tulln, weil sie beide Begegnungen 3 zu 3 gespielt haben und beide 0 zu 2 gegen Villachtal, Ja. dann würde der halbe Punkt eben Tulln den zweiten Platz kosten. Dann geht es im wahrsten Sinne des Wortes ums letzte Leiberl. Da wird der Mittehämmer versucht. Der ist jetzt, ich glaube, der ist ein bisschen abgerutscht. Ja, der ist relativ langsam nach vorne gekommen dann. Sind wir jetzt schon wieder live? Weil sie haben gerade vorher probiert. Ja, ich glaube, das ist schon wieder das Spiel. Ja, es ist live. Ja. Es ist 0 zu 0. Also in dem Satz. Und Sebastian Bertl hatte bereits eine Chance mit dem Snake. Aber Lukas gefällt mir wirklich gut in der Verteidigung. Das bietet er ihm an. Da hat er ihn ein bisschen ausgetrickst, weil es hat wirklich ausgeschaut, dass wir da jetzt dann nach oben schieben. Hat ihn dann aber Ja, trotzdem ich nach glaube, der unten Rhythmus, mit dem reingeschossen. er geschossen hat, hat Lukas überrascht. Also ich glaube, der, das, so wie er sich ärgert, war er, wollte er ihn, glaube ich, auf diese Position locken. Aber da war er dann vielleicht etwas zu früh. Okay, jetzt wird diskutiert. Da gab es wieder einen Foul Call. Okay. Also, Na, die Gemüter sind jetzt etwas erhitzter, hätte ich gesagt. ja, im 5-5. Da ist Also schon ordentlich Power drin. im fünften Satz, entschuldige, ja. Da geht's heiß her. Die beiden Teams kennen sich ja auch sehr gut aus der niederösterreichischen Liga. SKN hat, glaube ich, die beiden letzten Seasons, die ausgespielt wurden, beide für sich entscheiden können. Ich kann mir vorstellen, übrigens jetzt eines der einzigartigen Dinge dieses Casts, die mitgebracht werden, ist, nämlich was? Das Hawkeye, leider nicht das Hawkeye, nein, die werden sich das jetzt, glaube ich, einfach am Stream in der Wiederholung versuchen anzusehen. Okay. Ich bin gespannt, also ich denke, oder es wird vielleicht von der Seite gesprochen, wie es ausschaut oder wie es die Viewer erlebt haben. Okay, Spiel geht weiter, also ich glaube, der Foul Call ging nicht durch. Nichts ist geschehen. Wir haben jetzt auf der 2 von Lukas wieder die Möglichkeit, den MC Hammer zu sehen. Und er ist da. Wahnsinn, Der ja. Ausgleich zum 1 zu 1. Ja, der zieht er schnell ab. Also ich glaube, wenn dir da der Foul Call nicht gegeben wird und du da vielleicht noch im Kopf dich darüber ärgerst, dass du der Meinung bist, dass der dann doch. Und dann kommt direkt das Tor von der 2. Ja. Das ist mental nicht easy, ja. Das ist die doppelte Bestrafung. Aber hast gesehen, wie schön Sebastian da jetzt aufpasst. Also die passive Mitte war da jetzt sehr schön. Die aktive Mitte ein bisschen zu fehleranfällig. Also ich habe das Gefühl, dass er die Pässe da nicht so nach vorne bringt, wie er sie nach vorne haben will. Er kann das natürlich ausgleichen mit einer exzellenten Stürmerquote. Das war jetzt der schnelle Versuch, ihn vorzuchippen, aber dann doch. Jetzt kommt da vorne schöner Brush. Ja. Aber dafür lässt jetzt die 3. Ja, nicht aufs Tor abschließen konnte. Aber das Spiel ist schneller geworden. Merkst du das, Dominik? Es ist sehr viel dynamischer, mehr Energie. Der Tisch brennt. Ja, kommen auch vor. Also ich glaube, beide Teams sind gerade ziemlich am Dampfen. Ja, Jonas hat ihn Und sich da schnell geholt. Mit einer sehr schnellen Reaktion nach vorne geschossen und das Tor getroffen. da waren jetzt zwei Verteidiger da. Oh, jetzt kommen die Pässe an von Sebastian. Gefällt mir gut. Also auch die Ausführung, wie schnell. Und da ist wieder der Nicht nur versprochene die Snake von Pässe. Sebastian. Nicht nur die Pässe, auch die Schüsse kommen rein. Wahnsinn. Ja, die 3 ist wirklich. Also die geht Sebastian gut auf heute. Aber ich finde es super, Sebastian, es schaut sehr unscheinbar aus, wie er spielt, aber es geht halt einfach rein. Und schon wieder. Also, wenn ich mich nicht irre, war bisher jeder einzelne Ball
nach oben gesnackt. Also ich bin bei Sebastian absolut sicher, kann ihn auch nach unten. Aber ja, wenn er es nicht zeigen muss, dann braucht es auch nicht zeigen. Ja. Also mit der Quote würde ich auch nichts ändern an meiner Snake. Da würde ich dabei bleiben. Also die Varianten, die wir eher von ihm gesehen haben, ist entweder sofort abdrücken, Ja. sehr schnell, sehr gewaltig nach oben, oder eben kurz zu warten und dann den Stand Snake zu verwerten. Ich persönlich finde den Standsnake ja sehr viel unangenehmer als der sich bewegende. Ich finde, man kann ihn noch weniger voraussehen. Ja, Wie da fühlst du geht es dich? sicher vielen Verteidigern so. Ja. Also ich möchte jetzt nicht zu viel von meinen Schwachstellen und Stärken zu verraten. Deshalb, vielleicht sieht man mich ja nächste Saison auch wieder in der Bundesliga. Nein, aber es ist definitiv so, es gibt Spieler, bei denen ist der Stand Snake deutlich unangenehmer und bei anderen ist der Wander-Snake oder halt eigentlich auch einfach aus der Bewegung, je nach Ansatz, leichter zu lesen. Ja. Stand Snake hat halt allgemein eher den Nachteil, dass man oft nicht ganz so weit ziehen kann oder wenn jetzt die Stärke ist, ihn weit zu ziehen. Also man kann ihn meiner Meinung nach nicht so gut steuern, ob er jetzt ganz kurz, ganz lang. Varianten fehlen dabei ein bisschen. Da haben wir ein Timeout. Nehmen Sie sich noch mal ein bisschen Zeit, um sich zu konsolidieren. Hm, 3 ja, zu ich 2, denke. das, die Tulner liegen vorne, haben da jetzt natürlich den Druck in der Hand gegen SKN. Aber die Burschen schauen noch immer relativ entspannt aus. Also. Bei SKN, ja. Ja. Körpersprache finde ich da auch sehr positiv von SKN. Also es wirkt eher konzentriert, aber nicht, ja, nicht am Verzweifeln oder irgendwas nach dem letzten Satz, sondern 3-2, die wissen, es kann ganz schnell gedreht werden, wie sie selbst, ja, im zweiten Satz war das eben nach 4-1 noch auf 4-4 stellen konnten. Lukas und Sebastian sind da on fire, wirklich ein Pass So, nach passt jetzt nach oben vorne. auf, der Sebastian Bertl. Nein! Ja, schon wieder drin, super. Ja, er war aber wirklich, glaube ich, ziemlich schön kurz. Es ist halt schwierig mit dieser Stange, mit dieser Das wirklich zu sehen, ja. Lichtmontage. Ich glaube aber, der war kurz. Ja. Ja, Jonas kriegt auch seine Chance. Also den jetzt den Anschluss finden, das wäre so wichtig, den 4 zu 2 auf 4 zu 3. Beim 4 zu 4 gibt es ja bekanntlich im fünften Satz, im letzten Satz die Verlängerung. Wahnsinn, sehr stark, auch aus dem Erholt Stand. ihn. Ja. Ja. So, jetzt ist der Block wichtig für genau, also für SKN. Oh, Und der er floppt blockt ihn den. sich sogar auf die 3. Da ploppt er sich auf die 3, hat wieder schöne Schussmöglichkeit. Lässt sich jetzt wieder Zeit. Baut Lang Druck oben auf. lässt er. Okay, na, der Jonas wollte nicht. Also ich Ja. dachte, lock den. Der hat ihm jetzt eigentlich die ganze Zeit lang oben offen lassen, der Jonas eigentlich zu Beginn des Spiels absolut sauber gezeigt hat. Und von Sebastian, das gefällt mir gut. Er hat den Schuss nicht durchführen können, den Ball dabei aber nicht verloren. Und beim 4 zu 3, der jetzt den reinhudeln zu wollen, wo dann der Schuss dann doch signifikant schwächer ist im Normalfall, er die Chance auf den Matchball nicht zu verwerten, Na, das ist eine sehr gute den Entscheidung. herrscht. Ja, das habe ich nicht, finde ich selten gut. Und in dem Fall alles richtig gemacht von Sebastian. Sebastian natürlich hier einen besonderen Trickshot into Timeout gezeigt. Ja, genau, ja. Um den Gegner zu verunsichern. Und er holt sich's. Wahnsinn. Sie holen sich's. Ja, mein Glückwunsch an Sehr die beiden. stark. Das war super. Ja, aber ganz ehrlich, Glückwunsch an alle vier. Also das war ein super Spiel, da gezeigt wurde. Ich glaube, SKN wird natürlich nicht ganz so zufrieden sein, ja, mit dem Ende. Also der Wechsel mit Sebastian und Lukas, also Lukas in die Verteidigung und Sebastian Huber nach vorne, er hat sich wirklich bezahlt gemacht für Tulln. Es wird noch besprochen, wohin gingen eigentlich die Snakes von Sebastian Huber. Ja.
Und ich bin nicht sicher, ob das jetzt gerade eine schräg, das Zeichen bedeutet hat, das schräg sagen. So, Wir jetzt schalten wird kurz der. zurück zu uns ins Studio. Genau, gerne. Warten Es mal wird. drauf, bis die Jungs das vor Ort regeln. Vielleicht haben wir dann auch einen Ton wieder, hoffentlich. Genau, das wäre super, wenn es da einen Neustart geben würde. In der Zeit könntest du auch vorbereiten. Im Scoreboard oben haben wir jetzt gerade blau die Sätze für rot markiert und rot die Sätze in blau bekommen. Dementsprechend wäre es super, dann das Scoreboard auch anzupassen, dass eben ein blauer Satzgewinn auch blau gezeigt wird, nicht rot. Ah, du meinst links und rechts, das heißt, dass SKN zurzeit rot ist und TFC Tulln blau. Genau, ja. Im It's a no. Live-Ticket. Ich kann das jetzt, das sind fertige Templates leider, das kann ich nicht ändern. Das heißt, ich müsste die Okay, Seiten ja. von TFC Tulln und SKN wechseln und das würde dann zu Verwirrungen führen, leider. Okay, ja, ich glaube. Ich glaube, es ist, man sieht es eh. Also, links Ja. ist links, rechts ist rechts. Genau, ja. Ich habe überlegen, ob ich das selbst nebenbei für dich irgendwie basteln. Ich kann das schon nämlich spiegeln, denke ich. Ah, ich, aber ja, nein, wahrscheinlich ist es besser, das jetzt nicht so kurzfristig. Ich Ich glaube, es höre ist, übrigens, ja, geht's? Geht schon? Ton ist wieder da, ja, wunderbar, vielen, vielen Super. Dank. So. So, Dominik, erzähl mir bitte, was war denn bis jetzt ein, was waren deine Top 3 Spieler bis jetzt, die du gesehen hast, in der Bundesliga bis jetzt? Es hat dir sehr gut gefallen. Welche Teams haben dich überrascht? Die Teams, die mich überrascht haben, also die Leistung der Eagles gegen Saltamontes, ja, war sehr stark. Ja. Also die Eagles in der Aufstellung mit den Spielern von Hotshots, Sebastian Wiesinger und Benjamin Wilfort, Ja. da bin ich nicht sicher, ob das ein permanenter Wechsel ist. Ich glaube, die sind beide eigentlich in beiden Vereinen. Aber das ist natürlich eine wichtige Ergänzung zu den vielen Breuers. Die für Korrekt. die Eagles spielen. Ich glaube, das war so der letzte Abschluss, der ihnen gefehlt hat. Und Saltamontes ist ja ein sehr starkes Team aus Wien, wurde da niedergerungen. Gegen TikTok wird es auch nochmal spannend für die Eagles. Ja, aber auf jeden Fall, das war eine Überraschung. TikTok gegen Saltamontes, muss ich persönlich sagen, also war auch ein wunderbares Spiel anzusehen. Das ist auch knapp ausgegangen mit 4:2 für Saltamontes, also TikTok hat da schon gut gekämpft. Genau. Und aber also auch so ist das erste Spiel, da hat mir eigentlich besonders gut gefallen, dass eigentlich Alexander Stingeder und Andy Lensch waren das, glaube ich, im ersten Doppel. Das war gegen Tarek und Lou, glaube ich, müsste ich jetzt schauen. Aber die haben da eine Spitzenleistung gezeigt und ich glaube, Alex hatte sogar zwei, drei Matchbälle auf die drei, der da nicht voll ja, verwerten konnte. Ja. Aber im Endeffekt, meiner Meinung nach, haben die da eigentlich gezeigt, dass man mit denen rechnen muss. Ja. Okay, ich krieg Ich gerade die sehe. Information von Wolfgang herein, von Wolfgang Breuer, dass Ali und Basti von den Hotshots geborgt sind und der Benny ist fix. Ja, und genau, und auch Vorstandsmitglied bei den Eagles. Also grundsätzlich Vereinsstruktur. Vorstandsmitglied kann man ja auch in verschiedenen Vereinen sein, weil die muss ja auch nicht im selben Sport sein, ist egal. Also man kann in mehreren Vereinen sein im Vorstand. Aber ja, wenn der fix ist, ja, vielleicht wird der Sebastian auch nachziehen, weil ich glaube, Sebastian und Benjamin hat man eigentlich zuletzt vor Corona häufig auch im Doppel, ich glaube, bei einem Turnier in Tschechien, Leo auch spielen sehen. Also vielleicht wird das dann auch in Zukunft so sein. Super. Großartig. Wie sieht es auf deiner Seite mit den mit der Kamera aus? Gibt es da Neuigkeiten? Siehst du die Kamera schon? Wenn nicht, müsstest du das reloaden. Also ich kann bereits das ganze Spiel sehen. Okay. Und Ich eigentlich auch wechsle hören. dann einmal hinüber und dann schauen wir uns an, ob das funktioniert. Sehr gerne, ja.
Super, da sind wir drinnen. Ich habe Ton und wir sehen auch den Tisch. Ah, und dann freue ich mich jetzt auf Vielleicht. das nächste Spiel. Vielleicht? Blende auf jeden Fall auch das Scoreboard ein, falls das noch nicht der Fall ist, damit wir dann auch sehen können, ob die Kameraposition so auch ja, nicht den Spielstand verdeckt, das Overlay. Nein, perfekt. Nein, Ich das glaube, das schaut gut funktioniert. aus, oder? Das schaut gut aus. Das schaut gut aus, ja. Das kann man dann auf jeden Fall so Mir gefallen lassen. jetzt auch die Kameraeinstellungen etwas besser als vorher. Wir sind etwas näher am Spielfeld dran. Absolut, ja, finde ich auch sehr gut. Da kann man eigentlich dann auch, also die blaue 2, wenn die den Ball zum Schub liegen hatte, war es ja dann doch eher eine Unbekannte, was da passiert. Ich sehe übrigens schon, das ist schon das Einzel, das gespielt wird, glaube ich. Ja, absolut. War jetzt natürlich total ungewohnt, weil ja das zweite Spiel normalerweise ein Doppel ist, aber durch die Aufgabe des ersten Doppels von Thulin, da sie nur zu fünft antreten konnten, er ist natürlich jetzt das Einzel. Die sind auch schon mittendrin. Es steht Genau, die sind bereits mittendrin. 2 zu 1 für Für SKN. Matthias, ah, nicht Matthias, halt, nein, nein, stimmt, das ist für Grausenegger Daniel, Ja. auch genannt Grausi. Und sein Gegner ist Matthias Alt, der für Thulin spielt. Oh, hier ein schöner, sicherer Pass auf die 5. Kriegt er Die einen beiden ein Block? sehr schnelles Spiel. 2 auf 5 wird er von Krause. Da ist auf jeden Er Fall viel indirekt Energie bekommt drin. dann noch auf die 5. Ja. Über die Bande geht es auf die 3 und hat jetzt die Möglichkeit, Schuss zu machen. Was nicht kriegt, sogar noch einmal eine zweite Chance. Oh, sehr schöne Pins da, ja, von Krause. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Da sieht er, dass Alt weit offen Matthias. steht und schießt ihn rein. Ja, was ich bei den beiden jetzt auch sehr spannend finde, sie spielen beide auch gerne die 5 nicht auf ihrer Seite des Tisches, sondern auf der oberen Seite. Okay. Also Spray the Man Style. Ja, mit dem Stil jetzt nicht unbedingt so. Aber ja, wo? Aber okay, nein, Matthias jetzt wieder unten. War nur der letzte Ball oben gespielt. Kickt auf. Noch mal auf die 5 springt er zurück. Kann ihn dann leider nicht festhalten mit der 3. Da wird sehr schnell abgezogen. Schaut, also das hat er jetzt schon fast gekriegt, das wollte Matthias Alter den Ball schon zählen. Ja, das stimmt. Okay. Da wird der Druck auf allen Stangen. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Wo spielt Krause? Spielt er oben? Ja, es wirkt, als würde er eigentlich eher oben spielen wollen, oder? Timeout jetzt von Matthias Alt. Matthias Alt kennt man, denke ich, in Niederösterreich schon länger. Teilweise auch bei Turnieren unterwegs, aber jetzt glaube ich schon länger nicht mehr. Aber in der Wiener Liga, da kann man Matthias Alt auch in der zweiten bewundern. Er spielt für Atletico da nämlich. Daniel Grausenegger, Ecker. Ja, also den kenne ich eigentlich eher nur von Erzählungen, den Krausi. Aber er spielt eigentlich auch schon ewig, der Krause. Ja. Ich glaube, der ist früher ja vielleicht eher hobbymäßig unterwegs gewesen. Ja, schau, er spielt wieder oben. Hat ihn sehr schön Wahnsinn, auf also die die 3 Pinschots vorgekriegt. konnte. Die Pinschots schauen wahnsinnig entspannt aus, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mir es jetzt nicht genau angeschaut. Vielleicht spielt er die auch sehr stark, also eher aus dem Handgelenk. Ja.
Pins. Was eher halt quasi ein bisschen mehr Oldschool-Pin ist, würde ich sagen. Matthias mit dem Snake. Also bei Matthias Alt weiß ich auch, der kann auch ein paar Einser. Ich glaube, er hat sogar angekündigt im Chat. Ich bin nicht mehr sicher, wie der Schuss hieß, den er angekündigt hat. Ob das dann, ja, ob wir den dann bewundern dürfen. Ich hoffe schon. Also irgendeine Oldschool-Variante. Wobei man natürlich sagen muss, also gegen, also die beiden Spieler kennen sich da aus der niederösterreichischen Liga und generell sehr gut mit Sicherheit. Also der wird vielleicht genau diesen Special-Schuss schon gut kennen von Timeout auf jeden Fall Matthias von Alt. Krausnecker jetzt. Ja. Und was ich wirklich sehr interessant finde, ist eben diese Variante nach oben zu spielen mit der 5. Ich glaube, da sind die wenigsten Leute auch dran gewöhnt, das auch zu verteidigen, was diese Sache natürlich erschwert. Absolut, also da muss man schon ein paar Mal dagegen zuletzt spielen, was ja eben gerade in der Corona-Pause gar nicht so möglich ist, da man ja alle Spieler der Bundesliga dürfen trainieren, gemeldet und die Trainer waren sie Übersteiger. Ja, Ja, der holt sich da auch den wenn ersten Satz. also das ging ja flott, ja. Kommt da der Foul-Call? Ja, das ist eh. Ich glaube, das war. Na, da gar kein Foul-Call, okay. Dachte jetzt eigentlich, dass der Krause den zurückgibt. Aber nachdem der Alte, Matthias Alte, eben auch gleich weitergespielt hat, scheinbar nicht. Vielleicht wie Vorteil im Fußball zu sehen. Schauen wir uns nochmal diesen Pin an. Also er spielt ihn schon mit der vollen Hand. Macht doch kaum auf. Macht doch kaum auf mit der Hand. Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe auch gerade weniger auf den Schuss, sondern mehr auf die Hand geachtet. Kommt er fast an vorne auf die 3. Verlässt sich da auch voll auf 3 und 5. Ja, sehe ich auch gerade, ja. Ich meine, das ist ja sowieso auch zu einem gewissen Grad Geschmackssache. Gleichzeitig, wenn man eher im Driver Seat ist, boah, sehr schön, der Abtropfer da in der Oh, Kombination, schön. ja. Ja. Ja, da sieht man, das ist ein Routinier, der Krause hier. Der spielt sicher nicht zum ersten Mal. Na, auch wenn der, glaube ich, in der internationalen oder nationalen Szene gar nicht so oft in Erscheinung tritt. Stark Aber Alti kann ausgleichen. Ja. nach oben Aber mir ran. kommt es ja generell ein bisschen so vor, als wär das ein bisschen müheloser gerade noch für Krause. Ja. Ja. Alti muss er viel kämpfen, während der, ja, jetzt hat er es dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben mit dem Übersteiger. Ja. Das war durchaus ein sehr guter Versuch. Blockt durch die 1 und kriegt ihn aber auf Ich die glaube, 3 wenn er fast. da schneller nach hinten greift, hätte er den sogar noch safen können auf der 2, Grausi. Aber vielleicht hat er drauf gehofft, dass der Ball ein bisschen schneller noch weggeht und dann er ihn sogar auf der 5 catchen kann. Also vom Wahnsinn. Spielstil her kommt der Krause mir vor, als wäre er durchaus sehr selbstsicher und entspannt, was er da macht. Jetzt kommt er da über die 5 hinein, was sicher nicht so Ja, gedacht, ich aber. glaube, das war. Ja, das war nur eigentlich ein Brush, der ein bisschen zu viel gebrusht wurde Richtung Tor. Aber ich sag mal so, wenn der Gegner die Auflage hat auf der 2, dann sollte man die 2 halt so positionieren, dass das dann auch safe ist. Ich glaube aber, das ist eben aus dem Spiel passiert und deswegen war der Matthias noch nicht ready. Ja. Aber eben genau dieser Raum zwischen Verteidiger und Tormann. Wenn unten gespielt wird, dann muss man mitwandern in der Verteidigung. Das Problem ist aber eh, dass der Krause ja eigentlich vorher immer oben eher gespielt hat und deswegen wahrscheinlich Matthias da gar nicht damit gerechnet hat, dass er da jetzt gleich abzieht. Ja. Und wieder ein Oldschool-Versuch. Mal schauen. Der hat aber gut ausgesehen. Ist da Naja, noch? der Pushkick war ganz lang, glaube ich, aber Matthias Alt steht da ganz lang.
der schnelle Ja. Übersteiger und dann geht er für mich nicht ganz nachvollziehbar rein, ehrlich gesagt. Ich glaube, er war nach unten abgerissen. Also er hat relativ mittig abzogen und der Ball ging aber in die untere Ecke. Also da ist komplett abgerissen dazwischen. Also Krause hat sich auf jeden Fall auch entschuldigt. Ich glaube, da waren jetzt schon ein, zwei dabei, die genauso waren davor. Also wer weiß, vielleicht kann der die eh. Wer weiß, das ist vielleicht das System. Vielleicht spielt das mit System. Soll ja ein paar Leute geben, die, also eigentlich gerade beim Pin, ja, die vor allem, wenn man den so kurz zieht, kann man den schon auch gerne schräg dazwischen reinmachen. Die haben aber ein bisschen mit sehr viel Spin gewirkt, eben, als wäre das nicht ganz absichtlich. Ja. Hat denen dann versucht, dann die Bande wieder an die Seitenbande dazu neben dem Tor zu spielen und den Abpraller, aber Matthias, passt auf. Ja, vom Gefühl her hat Matthias auch einfach weniger Bälle auf der 3 und deswegen auch weniger Chancen. Spielt das sehr viel von der 2 heraus. Wahrscheinlich auch wie schnell jetzt hat er eben genau das, was vorher eben von mir angesprochen wurde. Er war schneller nach hinten und hat ihn sich auch gleich selbst auf die 2 gepasst, Grausi. Da wieder einen Zug. Also das Spiel eben von 2 auf 5 von Grausi geht eben schon deutlich besser auf, würde ich sagen, als das Spiel. Die Schüsse von der 2 von Matthias Alt. Ja, versucht er auch überhaupt nicht auf die 5 zu passen, sondern schießt eigentlich immer direkt und ist aber nicht erfolgreich damit. Na schau, also Krause passt auf. Und jetzt schauen wir mal eben der Vergleich. Kommt der Pass von 2 auf die 5? Vorher hat er ein paar abprallen. Ja, da ist der Foul Call. Ich glaube, Ja. da hat es gar keinen Foul Call gegeben, sondern sofort das Eingeständnis von Matthias. Gibt Hat ihn ihn gleich ungefragt zurückgegeben. zurück, glaube ich. Ja. Der war hart, ist nicht hängen Ja, geblieben. Stick passt gar nicht so stick. Und die Oldschool-Ansage jetzt von Matthias. Kommt der Zug? Was kommt? Schaut nach Zug aus. Ja, ein bisschen weit gezogen. Der war sehr eindeutig neben das Tor. Ich glaube auch, also Krausi ist eigentlich total schon gestanden. Der hat schon gewusst, dass da gar keine andere Variante kommt. Der war da vorbereitet. Hohoho. Also unfassbar guter Schuss und noch besser gehalten. Also, dass der Matthias da ist, den hat er wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gesehen von Krausi. Also eben ein Hammer von oben, muss ich sagen, sieht man eben deutlich weniger. Also eben das in der Mitte Kombination und dann lang schießt, wird eben eher, würde ich sagen, von unten die untere erste Figur und dann mit der dritten Figur geschossen, aber nicht umgekehrt. Ja. Der fünften auf die 3. Da passt er sich jetzt selbst auf die 3 über die Bande. Das hat sehr gut gepasst. Kriegt jetzt einen Schussversuch. Spielt ihn sehr schnell aber wieder ab. Und dann macht die 5 das, was die 5 macht. Mit Ungnädig so. der Spritze rein, mit der Spitze, nicht Spritze, entschuldige. Gefällt mir aber auch gut, dass eben der Pass von der 2 auf die 3, eben von Matthias, die er vorher gemacht hat, wenn eben ein Spieler so starr auf 5 ist, dann und die 5 eben auch so zentral steht, ist er definitiv ein Weg über die Bande offen. Jetzt passt er schön hinein. Und er kann ausgleichen zum 3 zu 3. Wichtig, dass er jetzt auch ein bisschen Momentum bekommt. Ich bin gespannt, was Kraus jetzt als Reaktion darauf bringt. Auf jeden Fall schon sehr solide auf die 3. Und der Pause-Call. Ist auch wieder, ich finde die Pause sehr gut gewählt. Da hat sich Matthias Alt gerade bisschen hineingespielt, warm gespielt und ist in einen Groove gekommen und versucht das jetzt auch direkt so ein bisschen zu brechen und den nächsten Schuss auch wirklich zu versenken. Absolut, in der Zwischenzeit wurde auch im Chat gefragt, wer da jetzt spielt.
Für die, die es dann eben nicht mitbekommen haben, links für TFC Tulln Matthias Alt und rechts Daniel Krausenecker, auch genannt Krausi, auch wenn es da Verwirrungen gibt mit Bernhard Kraus, dem Nationalteamspieler aus Wien. Aber ich kann mir doch bei Krausi bleiben. Er auch sogleich den Ball verliert auf die gegnerische 2. Eher enttäuschend, ernüchternd. Aber er So, bekommt ihn und wieder zurück. wieder Krausi von Tulln und jetzt passt er auf. Ja. Aber jetzt hat er in den letzten 4 Schüssen zweimal den Ball verloren auf die beim Übersteiger und deswegen will er den Übersteiger jetzt gerade nicht einbaut haben, würde ich meinen. Ja, das sehen wir aber auch einen Pin von hinten jetzt gerade. Ja, der nächste Spieler, der das abbringt. Sehr schön. Super Es entspannt, eben. sehr, sehr lang, bis ganz aufs Limit lang gezogen. Und ich, ja, eben da wieder die Lockerheit von Krause oder Daniel. Oder Ecki. Nein, da hättest du. Ecke gibt es ja einen anderen Oh noch. nein. Butter war's. Wieder beim Übersteiger versucht. Ball verloren. 4:4. Das war aber auch ein sehr Bleibt schöner spannend. Schuss, da hat die 1 nachgegeben, die war dann nicht sonderlich loyal. Ja. Also 1:0 in Sätzen in diesem Spiel für SKN, für Daniel Krausenecker. Und jetzt 4:4 mit Auflage eben Richtung 2:0 möglicherweise. Mal schauen, was er jetzt bringt. Ja, bis jetzt ist ja sehr stabil 5 auf 3 gegangen. Schauen wir mal, ob er das wieder so stabil bringen kann. Jetzt ganz aggressiv. Ja, also das hat man jetzt gesehen, also der Matthias hat jetzt so weit herumgefuchtelt, dass quasi die Bandendeckung direkt an der Bande den Ball an der Bande entlang spielen, Ja. sehr selten gedeckt wird. Ja. Und das wird eiskalt ausgenutzt, das ist sehr schöne Pins da von Krause. Gefällt mir gut. Damit 2:0 in diesem Best of 5. Super. Insgesamt der Stand ja 1:1, wie man auch oben erkennen kann im Matchscore. Mit der Aufgabe eben von Tulln im ersten Spiel und dann das zweite Spiel im fünften Satz das Doppel für sich entscheiden konnten. Ja, Dabei auch noch eine. Ja, gerne. Nein, bitte, Dominik. Okay. Nein, ich wollte nur eine kurze Vorschau eben. Das nächste Einzel nach diesem Spiel für Tulln wird dann spielen Oliver Grünberger und für SKN Übelbacher Markus. Es wird auch nochmal sehr spannend, eben Übelbacher, auch Übli genannt. Auch ein Routinier, so wie Krause, in diesem Spiel gegen den Newcomer Grünberger Oliver. Das wird spannend. Aber jetzt der nächste Satz geht los. Matthias hat gleich einmal die Auflage. Versucht jetzt natürlich den Ball auf die 3 zu holen. Sehr schön. Eine Variante, die wir bis jetzt noch nicht von ihm gesehen haben auf der 5. Ja, und Krause versucht es wieder mit dem Pass. Guter Wach wieder auf die Wahnsinn. 5. Ja, das, was ich da jetzt gesehen habe, also der Chip, den da nach vorne, also als ich das zu Beginn gesehen habe, habe ich gedacht, das war vielleicht nicht ganz absichtlich. Also so zentral einen Chip-Pass zu machen, sieht man selten, okay, der war jetzt eben mit Schliff, aber auf die andere Seite, also vielleicht nach unten wäre der Schliff von 2 auf 5 und nach oben dann mit der Kante. Sind wir defensiv für die Züge, der jetzt aber hängen bleibt bei Daniel.
der hat wieder die Chance, uns diesen schönen Pin zu zeigen. Rutscht aber aus, also hat ihn da beim Übersteiger zu weit nach vorne gelegt und dann verloren. Ja, wir freuen uns natürlich, alle Sportveranstaltungen und Lokale dürfen ab dem 19. wieder öffnen. Mit inbegriffen natürlich auch Tischfußball. Also bald können wir wieder auch in den Lokalen spielen. Super. Ja. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht, ja. Mit den Zahlen und der Entwicklung. So, jetzt eben im dritten Satz 1-0 für Alti und jetzt wieder die Chance. Für Graudi. Mit dem Übersteiger eigentlich sehr schön. Ich glaube, den hat er eher deshalb an die Stange gesetzt, weil eben Alti schon vorher da war. Ja, jetzt ist er nicht da und er verwertet auch. Also man wird das selbst wahrscheinlich auch schon beobachtet haben. Wenn der Verteidiger dort steht, wo man hinschießen möchte, ja, gelingt einem dann oft der Schuss auch gar nicht. Deswegen ist es dann auch oft, eben wenn jemand sehr gut deckt, wo man das Gefühl hat, dass alles gedeckt ist, dass eben dann auch die Fehlerquote deutlich höher ist. Ja. Und wieder aufgepasst von Alti, also den ganz schnellen Schuss, diesmal hat er wieder von oben nach unten, aber in die andere Ecke, ultra kurz. Und dann kann er gleich trotzdem verwerten. Sehr dynamisches Spiel. Ja, Alti hat da durchaus auch seine Chancen. Schauen wir, dass wir wieder 2 auf 5 sehen. Diesmal hart gespielt und schafft es sich dann wirklich irgendwie auf die 5, auf die 3 zu sichern. Also, ja, ich denke wirklich, der Druck ist eben wieder deutlich mehr von SKN da. Ja. Und ich würde sagen, einer der Hauptgründe ist wirklich die Effizienz, die eben Daniel Krausenecker da quasi im 2 auf 5 Spiel an den Tag legt. Er ist halt auch einfach sehr stark auf der 5 und deswegen schafft er es dann mit einer sehr hohen Trefferquote wieder auf die 3, was ihm einen Vorteil natürlich verschafft. Absolut, also da. Aber jetzt der Übersteiger wieder. Aber der Druck, also diese Rebounds, wie schnell und hart der die dann wieder nach vorne schießt. So, kommt der Übersteiger und er verliert ihn wieder. Er verliert ihn. Das ist das Risiko, also schon sehr schwer so zu spielen natürlich. Ja. So leichtgängig den Ball zu führen, ja. War das ein Standpass? Jetzt habe ich. Nein, der ist eh hängen geblieben. Nein, nein, kein Problem. Achte kurz, der ist abgehoben und dann auf der 2 gelandet, ohne gegnerische Stange zu berühren, aber ich glaube, der ging eher an die blaue 5. Und dann erst zur blauen, zur roten 5. Ja, war der Schussversuch. Da ist die 1 gut gestanden, wo sie gestanden ist. Ja. Wieder eine neue Variante, die viel Druck macht, aber auch Matthias. Wunderbarer Push-Kick da. Ja, von der 2 eben dadurch, dass die Figur da eben nach hinten gelehnt wird in der Deckung von Krausi, kann die Schlange da schon mal durchdrehen. Wenn er die nach vorne stellt, ist die Chance deutlich geringer dafür. Gleichzeitig ist halt aber auch das Problem, dass der Winkel natürlich ein ganz anderer ist, der gedeckt wird, ja. 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 Matthias Altmann jetzt doch einiges an Druck mit dem 3 zu 2 und der Auflage auf der 3. Schafft es jetzt nicht ins Tor zu schießen. Ja, leider zuletzt eben auch zu wenig Schüsse direkt auf die 3, aber ja, während der Krause eben eiskalt wieder nach vorne passt. Also die Pässe sind wirklich super solide. Seine Schüsse kamen mir eigentlich auch eher sehr solide vor, wenn er nicht eben kurz davor schon durch zu viel Spielen Ball verloren hat. Ich glaube, er lehnt sich da jetzt auch an seinen zwei Sätzen Vorsprung ein bisschen zurück und versucht da was für die Kamera zu zeigen. Das ist schon ich sehr hoffe schön nicht, anzuschauen.
Nein, ich glaube, der spielt immer so, also so wie ich das mitbekommen habe, hat er das ja auch in den ersten Sätzen schon so eigentlich gespielt, nur da eben seltener den Ball verloren. Ja. Also der Ball ist jetzt wirklich wichtig, ob er eben den Ausgleich aufs 3 zu 3 hinbekommt, der quasi. Und wieder der wandernde Pin. Super durchgeführt, aber eben Alti nochmal besser den Steht blocken drin können. eins. Lässt sich der Zeit. Aber ich glaube, der war wirklich, also ich war jetzt nicht sicher, ob der jetzt geblockt wurde oder dann direkt an die Bande, aber ich glaube direkt an die Ja. Bande. Also die Fehlerquote auf der 3 von Alti könnte ihn da den Satz kosten. Bei dieser Gelegenheit natürlich auch einen Shoutout an Mineral-Kollegen von mir, die da reinschauen. Und für sie dann eigentlich auch sehr schön wieder den Abtropfer, den ich mir eigentlich auch gewünscht hatte. Dass er ihn nochmal zeigt, der ging ja vorher auf. Jetzt glaube ich, wäre auch alles offen gewesen. Er Jetzt ging aber an die Innenstange. ein wenig Panik, den Ball zu behalten auf der 2. Und wieder der Pin von hinten. Und er verliert ihn nach hinten. Das war ein Geschenk. Da sollte Ja. sich freuen, der Matthias. Also beim 3 zu 2, das ist so eine wichtige Situation. Wenn er da jetzt das 4 zu 2 machen kann. Ja, 4 zu 2. Er macht es auch, ja, schön. Da ist er definitiv jetzt im Driver-Seat. Also das könnte ist der Satzball für Matthias Alt eben zum möglichen 2 zu 1. Das Kombinationsspiel. Pause Ja, bleibt er hätte ganz fast. cool, bleibt stehen. Er hat Vertrauen in seine Standarddeckung. Und da klebt er wieder auf der 5. Ja, also es sind echt nicht nur die Bälle von 2 auf 5, sondern die Geplänkel da, die Oberhand zu behalten, wirkt deutlich müheloser eben. Die Krausenecker. Die Frage im Chat war großartig. Vielen Dank an Ja. Rainbow dafür. Also rein theoretisch wäre es ja natürlich möglich, die Aufstellung zu ändern, ja. Praktisch verbieten das leider die Regeln. Aber wie man sieht, das ist im Fußball eben eine Oldschool-Aufstellung. Früher hat es ja auch, glaube ich, war die Zahl der Stürmer höher als die der Verteidiger. Naja, die Deshalb sind klassischen Dreierverteidiger, also Kette. Dreierkette kennt man ja auch. Also meines Wissens nach ist eben da früher wirklich die Verteidigeranzahl dann eben dann wirklich auch geringer gewesen und deshalb auch sind früher auch mehr Tore gefallen im Fußball. Bin aber wahrlich kein Experte im Tischfußball, aber hoffentlich schon. Und da haben wir jetzt gerade den Satzgewinn für Der Matthias Alt erleben dürfen, ja. ist jetzt so nebenbei, ist der Ball dann reingerollt auf irgendeine Art und Weise. Matthias Alt holt sich den ersten Satz, ist auch offenkundig sehr erfreut darüber, motiviert. Und ich hoffe, das gibt ihm jetzt noch einmal einen ordentlichen Schub, ihm jetzt ordentlich einzuheizen da, dem Daniel. Ja, also ich bin wirklich gespannt, ja. Der Satz wäre schon ein Traum. Seht auf jeden Fall 2-1. Eben wenn der Satz quasi für sich entscheidet, ist 3-1 und in Summe wird es dann 2 zu 1 für SKN stehen. Als Matthias Alt den Satz gewinnt, geht es in den fünften und entscheidenden Satz. Das Ganze wird eben als Best of 5 die einzelnen Matches gespielt. Und das Auflage von Krausenegger. Auch selten. Also ein Pass
Also geblockt wurde er schon öfter von Matthias Alt, Das ist wirklich aber viel dass er dann Arbeit. eben den wirklich behalten hat können, das sieht man selten. Umgekehrt kam das deutlich öfter vor, wie man jetzt auch sieht. Aha, jetzt schießt er nach Eben genau hinten. das, ne? Da war der Block, aber er hat den Ball gleich wieder. Aber du wolltest wahrscheinlich sagen, dass er jetzt eben auf der anderen Seite jetzt die Pässe spielt, oder? Ja. Ja. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass der Matthias in der 5 etwas unruhiger ist und deswegen sie einfach nicht liegen bleiben. Möglich, ja. Jetzt Matthias Alt eben doch eben der Kritikpunkt zu Beginn, dass eben die Effizienz von Krausi von 2 auf 5 eben deutlich höher ist, hat er jetzt ausgeglichen, indem er einfach mehr Tore schießt von hinten, ja. Ja. Da hat er ein Rezept gefunden, wie es einfach durchkommt und das funktioniert jetzt. Ja, aber schau, wie viel System da drin ist und wie schön das immer vorgeht. Und gleicht jetzt auch auf das 1 zu 1 aus. Ja, sehr schön. Also dieser Krause, der spielt das alles so smooth mit den Pins. Also selbst als Zuseher sieht man da gar nicht, wenn der den Ball da nach oben schiebt, wie jetzt gerade, ob er gleich abzieht, eben so kurz wie jetzt gerade oder dann länger geht. Führt dann aber in seiner Verspieltheit, nutzt der eiskalt Matthias auch den Ball gleich auf mit einem dummen Alter Laszlo Theke, würde ich fast sagen. Das war ja gar nicht ein schneller Push-Kick, sondern Ja. so verzögert, wo er den hinter die Figur erst wandern hat lassen. Gefällt mir gut. Also auch wenn er den Ball wieder bekommt, die Quote von 5 auf 3 ist dann trotzdem jetzt deutlich eingeschränkt. Ja, da sehen wir jetzt eine 5 auf Tor. Nicht wirklich gewollt, aber das ist das Schicksal der Einzel teilweise. Dass der Ja, aber man Schießer. muss halt auch sagen, also wenn du jetzt schaust, so wie Matthias Alt jetzt auch steht, die Figuren relativ weit oben, da passiert das einfach deutlich einfacher. Er könnte ja in der defensiven Be Position eigentlich mit der rechten Hand die 5 führen und mit der linken Hand 1 und 2 oder zumindest eine der beiden Figuren. Dann ist die Wahrscheinlichkeit da deutlich geringer, Ja. dass das passiert. Ist natürlich, schränkt dich natürlich in der Möglichkeit, den Ball zu blocken und gleich auf die eigenen 3 zu bekommen ein. Ich habe aber das Gefühl, dass das eigentlich relativ selten passiert ist in dem Spiel auf seiner Seite. Ja. So, lala. Da sehen wir jetzt wieder die defensiven Spielzüge von Matthias Alt, aber da wieder gefährlich werden kann. Also er bietet ihm da schon relativ lang auch die also von unten natürlich anders da, Bälle an oder eben ganz kurz geschliffen. Also der hat da wirklich viel Vertrauen in seine 5 und seine 3. Ich möchte fast sagen, dass das ein Spielstil ist, der durchaus ausgenutzt werden kann. Also muss man sehr vorsichtig sein. Oh, super Schuss aber auch und eben auch super Block. Oh, die Stange. Jetzt, da gibt es gerade viel Druck seitens Blau aufs Tor. Oh, den Ball verlieren, weil dann Verliert gleich den, nach ja. vorne spielen. Ja. Also, das kann ich in einem 2 zu 2, falls eben Alte den jetzt verwertet. Er ist auch pinnt. Ganz oben, also der wird ihn wahrscheinlich rechts lang oder kurbeln. Nein, Ja, ganz rechts lang. und der ist auch schnell gekommen, sehr weit und hat funktioniert. Also bei einem 2-2 den Ball so zu verlieren, ja, das wird den Krause nicht freuen. Ob durch diese Fehler der Krause jetzt etwas mehr unter Druck gerät und auch seinen Spielstil etwas umstellt, das ist die Frage. Also, da bin ich gespannt. Da haben wir jetzt durchaus einige Fehler gesehen, die dann zu Toren vom Matthias Alt geführt haben. Ja, dem stimme ich zu. Wahnsinn, also auch ein ungewohnter Fehler jetzt, also dass der so langsam eben wegrollt. Eben nach dem Fehler gerade den Ball auf der 2 zu verlieren. Oh, sehr schön. Da Jetzt aber gerät er. ganz schnell, das war super.
Ja, also mir kommt es vor, eben Krause jetzt spielt er etwas weniger selbstbewusst und ich glaube, er nimmt das zweite Timeout, wenn ich mich nicht irre. Oder nimmt er gerade kein Timeout und hat einfach nur. Ah, so wie ich, genau. Er wollte gar kein Timeout nehmen. Da ging es gerade nur darum, dass er den stellt. Er hat den vorher vergessen zu stellen, den Timeout. So wie es aussieht. Hat er dadurch So. seine Chance, wieder ein Tor zu schießen. Hat sie funktioniert. 4 zu 3, ich bin jetzt gespannt, ob jetzt, na schau, Krause, genau das, was ich eben sagen wollte, ob er jetzt eben auf Risiko spielt und vorne bleibt. Also, wenn der nach hinten greift, der denkt, wenn das Spiel eben nicht die Standardsituationen wieder halten, aber die schnellen Schüsse aus der Mitte oder irgendwie die abgefälschten, die will er blocken und deshalb greift nach hinten. Ja, Aber Alte sagt nein. Alte macht es zu einfach. Ja, die Quote deutlich verbessert zuletzt, also der Super Snake geht nach oben. Ich finde, da hat man schon sehr stark auch gemerkt, dass die Motivation bei Alt jetzt einfach total eingesetzt hat, die Dynamik, mehr Kraft im Spiel. Und das wirkt sich auf ein 2 zu 2 in Sätzen aus. Definitiv, ja. Also ob er jetzt dieses Momentum da eben in den fünften Satz übertragen kann, weil ich kann mir doch vorstellen, dass der Krause jetzt vielleicht mit seinen Teamkollegen redet oder generell und sagt, du, wenn du einfach konzentrierst, wieder die Bälle nicht verlierst, warst du zuletzt deutlich der Favorit. Ist wieder so an. Mal schauen. Auflage Krause, fünfter Satz. Ja, jetzt greift er auch nicht nach hinten eben wie vorher, sondern jetzt spielt er eben wieder ein bisschen mehr riskanter eben. Ja, der will Tore machen. Daniel Krausnecker. Hier wieder auf die 5, was ihm nicht gelingt und Ja, da. aber schau, das Hand hätte, das war ja schon fast, ja. Also da hat Alti, wenn er da ein bisschen so, wie soll ich sagen, langsam wie vorher nach hinten gegriffen hätte, dann wäre das wahrscheinlich sogar ein Tor worden. Aber man merkt ihm die Motivation deutlich an. Also Matthias Alt jetzt am Kämpfen. Also der hat jetzt wirklich, entweder hat er gehofft, dass er wegfährt oder der hat wirklich mit dem, dass der Retour kommt, was ja beim Pin sehr leicht passieren kann. War schön in die Deckung geben. Und er Also, verwertet. da legt er vor mit dem 1 zu 0. Unser lieber Daniel Grausnecker. An dem Punkt möchte ich auch noch ganz kurz ein Shoutout an meinen Lieblingssponsor machen, und zwar Koffein. Vielen Dank. So, ja, jetzt wieder die Fehlerquote. Also der nach unten wieder an die Torbande. Alti. Aber du siehst, diese sehr stark unruhige 5, die der Alte da spielt, lässt eigentlich komplett die Bande offen. Und Ich glaube, das war ein bisschen deshalb, weil er ihm zuletzt die Bandenbälle geblockt hat. Er hat da vielleicht ein bisschen entweder wollte baiten, also locken. ja. Oder er hat einfach spekuliert. Weil oftmals, man kennt das ja selbst. Na, schaust du uns schon wieder. Da war die ganze Bande offen und es war Ja, wahnsinnig einfach. aber ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich selbst auch kennen. Man hat oft schon vorher einen Plan, was man spielen möchte. Ja? Sowohl auf der 3 als auch auf der 5. Und wenn dann der Gegner ganz anders sich positioniert, muss man eben da spontan die Entscheidung ändern. Und dann könnte er aber eben das wieder ändern. Dementsprechend hat er vielleicht auf das spekuliert, aber nachdem er jetzt wirklich zwei, so wie du sagst, direkt an der Bande eben alles offen ließ, ja, würde ich jetzt eher erwarten, auch beim nächsten Mal, dass er eben das nicht mehr so einfach gibt. Da eiert er quer über den ganzen Tisch, nichts passiert. Ja, ich glaube wirklich, also die können halt sehr unangenehm sein, diese Edelroller. Kann man dann eben schnell aus dem Spiel abfangen oder eben auch sogar ein bisschen lenken ins gegnerische Tor.
Aber wieder der schöne Pass. Also das Spiel ist ja ähnlich jetzt wieder. Versucht es da jetzt an, über das Feld. Siehst du, der zwischendurch fährt ihm immer wieder an die Bande und sagt ihm, diesmal gebe ich es nicht so einfach und deshalb, Grausi, spiel ihn übers Feld. Ein Kurbler, ich bin jetzt gar nicht sicher, war das der erste Kurbler, den wir gesehen Ich haben von ihm? glaube ja, das war ein schneller Versuch. Aber Alte steht da wie eine Eins. Das passt. Ja. Super Verteidigung. Der hat jetzt sogar der letzte für mich zuletzt eben sogar schräg ausgesehen, aber eher gewollt, also eben nicht so reineiern. So, genau in diesen Situationen hat jetzt Krause zuletzt im letzten Satz eben die Bälle oft verloren auf die drei. Ja. Da sieht man ja, er ist schon sehr viel sicherer, konzentrierter unterwegs als die letzte Runde, also im letzten Satz. Über die Bande nach vorne, 3. Man verliert ihn da jetzt eigentlich eher, als ihn zum Abschluss zu bringen. Ja, wobei ich sagen muss, es war gut, dass er eben noch nachgespitzelt hat, weil sonst wäre er nur aufs Tor geholt und der kann dann schon sehr unangenehm sein, wenn man den am letzten Drücker noch erwischt. Ah, sehr, sehr stark. Ich glaube, das war aus der Backpin-Position ins Kurze Aber wenn ich mich täusche, ich glaube, der war sofort durchaus gespielt. etwas abgefälscht von der 5. Warte kurz, ich schaue mir das kurz an. Nein, der war übers zweite Loch, der war relativ straight Backpin, ja. Okay. Das habe ich nicht auf den Live-Feed geachtet, aber Aber es ist auf wieder jeden ein Fall Tor 1 zu für 2. Matthias Alt. Wunderschön. Da holt er sich ihn ganz von hinten übers Feld hinein. Wahnsinn. Schöne Übersteiger, den Ball auch nicht verloren, obwohl er die jetzt doch relativ riskant eben sehr schnell gespielt hat unter Timeout. 2-1. Also diese Zweier- und Dreier-Bälle, das sind immer die geben so stark die Richtung an und wie du dich mental auch fühlst. Also wenn er den jetzt verwerten kann zum 3-1 oder eben nicht, das macht einen riesen Unterschied. Also das ist immer für mich so ein total wichtiger Punkt. Ja. Also die Übersteiger faszinieren mich wirklich. Also die Geschwindigkeit, mit der die kommen, und zwar in beide Richtungen, verrückt. Ja, wirklich schön. Jetzt relativ weit oben wandert. Alti weiß schon, rechts unten. Klassiker, rechts lang. Er wird gedeckt. Sehen wir ihn wieder im Zug. Wieder Steht genau schon im den, wo er Tor. eben genau auf die zwei relativ zentral schießt und dann eben auf den Abpraller hofft, der jetzt eben gleich wieder funktioniert und der Kurve relativ gerade. Also da war kein großes Loch. Den hat er schön gesehen. Übrigens für die, die es nicht wissen, in YouTube kann man auch direkt pausieren, zurückspulen und dann eben links unten auch wieder auf Live klicken, um wieder zur Live-Situation zurückzukommen. Als man vielleicht selbst noch einen Schuss sich nochmal genauer ansehen möchte. Reins, also das ist wie gesagt eben, Reins ist so eine, ich würde schon fast sagen, eine Vorentscheidung. Also ich gebe dem Alten eine Chance. Let's go. Ja, nein, nein, Chance hat auf jeden Fall, aber der Druck ist definitiv auf seiner Seite. Oh, da hat er ein Glück gehabt. Also das wäre sehr bitter gewesen. Ja, ich sage aber, wenn er riskiert hätte, hätte er den Ball auch vorne eben fangen können. Und ich will jetzt nicht zu viel am 3-1 rumreiten, aber ich muss es dennoch machen. Also ich glaube, wenn er da jetzt 2-1 wäre, nur hinten wäre, dann hätte er riskiert und den Ball eventuell mit der 3 abfangen können. Aber so hat er gesagt, er riskiert lieber nicht den nach vorne zu gehen, sondern will einfach nur das Tor verhindern, falls eben ein Quickshot kommt. Ja. So, jetzt der Zug. Ja, ich wollte gerade sagen, da hat er eben Sehr eigentlich schön. zuletzt schon welche reingehört. Das war ein rechter Winkel, ja. War relativ nah am rechten Winkel. Das zweite Loch.
Na, sehr gefährlich hier jetzt auf der 2, der Matthias. Ja, und da hat er noch gleich wieder. Und wollte Boah. da jetzt eigentlich versucht, glaube ich, das gleiche wie vorher zu machen und ist dann doch etwas mehr in die Schräge gegangen. Aber da, wie gesagt, kann Krause noch immer eigentlich versuchen, die ein bisschen anders zu positionieren, eben mehr nach vorne, dann passiert das nicht so leicht. 3-3, es ist wirklich absolut spannend. Jetzt eben Momentum definitiv auf der 2 für Alti. Was macht er jetzt? Ich glaube, Krause hat jetzt gar nicht so viel hinten geändert. Jetzt glaube ich eher sich auf seine 2 Das verlassen. war wieder so knapp, Aufgeteilt. das hätte genauso reingehen können. Wahnsinn. Ja. Versucht jetzt aber auch den Schuss von hinten. Wieder mit dem Pin. Schön Ich glaube auch, exekutiert auch. von Krause war ja, glaube ich, auch das ein Tor bereits schon von der 2 in diesem Satz. Also ich glaube, von den 6 Toren, 3 Tore von den Verteidigern. Und Und ein jetzt kriegst du ihn viertes. wieder ein viertes. Wunderschön. Wir haben jetzt 4 zu 3. Da haben wir tatsächlich den Matchball für Alti. Unfassbar, Ja. unfassbar. Also Nachdem nach den der war ersten zwei 3-1 hinten. Sätzen. Wahnsinn. Nach den. 3-1 hinten in dem Satz und klar, die ersten Sätze auch. Ja. Hat jetzt das zweite Timeout genommen. Also jetzt braucht er ein Tor, damit es mal in die Verlängerung geht. Oder Alti eben ein Tor. Also wenn er da jetzt nichts ändert, falls Alti den Ball auf der 2 hat, dann weiß ich auch nicht. Und wieder souverän nach vorne. Jetzt Jetzt denkt bin er ich sich, jetzt gespannt. muss er ihn reinmachen, weil auf die 2 will er ihn den Ball nicht nochmal geben. Und er Ich holt glaube, ihn. der war schräg gewollt, Das glaube wenn ich ich mich auch, ja. nicht irre. Der war auf Also jeden ich Fall glaube, der war sehr, sehr schräg, schräg oder? gewollt. Der war ganz leicht nach unten gezogen und schräg nach oben dann dazwischen, oder? Ich glaube, ich habe das auch so gesehen, ja. Es kann aber natürlich sein, also da geht das so schnell, dass es nicht so ist, aber jetzt haben wir eben 4-4 die Verlängerung. Da wieder zurück Ab jetzt geblockt. geht's ja um 2 Unterschied. Da kann er eben Alti, nicht Alti, Krause wieder deutlich entspannter aufspielen, muss keinen Matchball verteidigen. 2 Unterschied bis maximal 8, also wenn einer von beiden 8 Tore hat, kann auch mit 8-7 die Partie entschieden sein. Da sehen wir jetzt wieder den gleichen Zug von hinten. Diesmal ist er nicht dran. Herr Krause versucht so wirklich zuletzt eben mit dem in die Deckung schießen. 2 auf 5 haben wir in dem Satz, glaube ich, nur wenig gesehen. Und der Bounce bleibt liegen auf der 2. Huhu. Ja, der Ball ist auch schon, der denkt sich, was soll das? Ich muss ein bisschen ruhen. Schöne Verteidigung, sehr schöne Verteidigung. Wichtig, ja. Hat mich jetzt durchaus verwirrt, weil er komplett zurückgegriffen hat, dass er nicht versucht hat, einen schnellen Pass auf die 5 zu machen und sein System zu wechseln. Jetzt wieder, greift zurück, bleibt an der 3 dieses Mal mit der Hand. Bin gespannt. Okay, ja. Ich glaube, da hat der Alti viel Druck gemacht, ja. Und sehen wir diesen Einzelschuss von hinten jetzt wieder? Da ist die Frage. Ich glaube, Gausi hat nicht viel geändert. Ja, schau, Ja, er geht rein. ändert. 4 wieder der Matchball für Matthias Alt. Nach dem 0-2 Einsetzen hätten da, glaube ich, nicht mehr so viel damit gerechnet. Hohoho. Sehr stark, also Das bei ist eine 4-5 stehen Ansage. zu gehen. So, was macht er? Ja, er Kriegt ihn geht da auch eher auf den geblockt und 6. verliert ihn. Wenig Übersteiger, also jetzt spielt er eher sicher, würde ich meinen. Eben, und der sicherste Pinshot ist natürlich auch der rechts lang. Na, ich habe mich gewundert, dass er nicht wieder den Zug gespielt hat, weil das so gut funktioniert hat. Dann jetzt mit dem Pushkick versucht, aber. Wahrscheinlich, er ändert nichts. Also wenn der eben wieder auf die Figur schießt, der kann eben auch beim Push-Kick, ist ja auch im zweiten oder dritten Satz so passiert, genauso anschießen. Ja, So.
Und Aber der dann jetzt. Verteidiger, der Tormann, ist eben nach vorne gebogen, deshalb der wird den Ball nicht durchlassen. Und verliert. Und er verliert Ja. den Ball. Ja. Ah, ja, das würde ihm wehtun, aber sehr schön ausgenutzt Wahnsinn. von Alte. Ja. Aldi holt sich's, Sechs ja. zu vier im fünften Satz. Ja, sehr spannend. Da haben wir echt ein Schmankerl von einem Spiel jetzt dann gerade genießen dürfen. Absolut, ich glaube, da werde ich mir nachher nochmal die Wiederholung ansehen. Ne? Nach dem Cast, selbstverständlich. Jetzt bekommt dann auch das nächste Einzel schon, eben wie angekündigt, Grünberger Oliver und Übelbacher Markus. Bin ich auch sehr gespannt. Ich werde mir jetzt kurz was zu trinken holen und bin kurz weg. Eine kurze Pause. Ja, Möchtest du auch eine Pause machen? sehr gerne. Wir sehen uns dann gleich in wenigen Minuten wieder. Bis dann, Leute. Bis gleich. Bis gleich. So ist es. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was für ein Fußball, Tischfußball, Nachmittag. SKN startet da jetzt wirklich als Favorit eigentlich ins 1 zu 0 mit einer erzwungenen Aufgabe des ersten Spiels durch TFC Tulln, weil sie mit einem Mann zu wenig gestartet sind. Und haben jetzt eine 2 zu 1 Situation gegen sie. Das nächste Spiel ist natürlich absolut vorentscheidend, weil dann nur noch ein Unentschieden möglich wäre gegen TFC Tulln. Und der Druck ist jetzt auf jeden Fall stark gestiegen für die Spieler von SKN. Genau, ich melde mich auch zurück. Willkommen zurück, Also, Dominik. ja, also ich durfte da eh deine Analyse schon mithören. Ja, also das waren jetzt zwei Spiele im im fünften Satz. 3 zu 2, jetzt sogar in der Verlängerung. Also spannender könnte es kaum sein. Ich glaube, Niederösterreich, SKN, ist gerade eigentlich recht froh über diese 1 zu 0 Führung von Beginn. Wenn es umgekehrt gewesen wäre und die hätten das erste Spiel aufgeben müssen, dann wäre es hart gewesen. Dann Dann wäre es nämlich jetzt ein 3 zu 0.
Tun, was natürlich schon mindestens einem ein Unentschieden bedeuten würde. Ja. Also ich muss ehrlich zugeben, ich bin gerade ins Wohnzimmer gegangen und wer mich kennt, weiß, dass ich auch Pin spiele vorzugsweise und habe versucht, diese Übersteiger zu machen, wie ich sie gerade eben vom gesehen habe, und es ist nicht einfach. Nein, nein, die hat der Daniel Grausenegger aka Altis sehr gut gespielt. Ich glaube, das Spiel ist jetzt auch schon live. Ja. Oliver Grünberger gegen Übelbacher Markus. Genau, also Oliver eben eher der Newcomer mit einer sehr starken Leistungskurve nach oben. Und auch Toren. Routine. Ja. Und auch Toren, es steht bereits 1-0. Im ersten Satz dieses Best of Fives. Ah, ich muss sagen, Dominik, ich habe es wirklich schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, Tischfußball zuzusehen. Das ist so eine heiße Partie bis jetzt. Jedes einzelne Spiel mit einer tollen Qualität. Ja, schon, gell? Ja. Unglaublich spannend. Macht ordentlich Spaß. Unglaublich spannend. Ja. Ah, ich muss sagen, es motiviert mich auch immer insgeheim zuzusehen. Also ich kann verstehen, dass du da am Weg in der Küche am Tisch, Fußballtisch vorbei, im Wohnzimmer auch noch einen kurzen Abstecher. Es ging einfach nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Es ist zwar der Hochstuhl von meinem Sohn im Weg gestanden, der am Tischfußballtisch steht, weil er trainiert auch schon fleißig. Das ist gut, ja. Juniorenmannschaft, Nationalteammannschaft von Österreich, wurde ja auch vor kurzem ein neuer Kapitän, eben Daniel Burmettler, jetzt nicht mehr, also jetzt schon zu alt für die Juniorenmannschaft, dafür übernimmt sein kleiner Bruder, ist Stefan, den Kapitän, ich glaube mit 14, also ganz jung. Aber zurück zum Spiel, Oliver, wirklich astreine Leistung da, 2-2-1. Oliver, schon, auch ein also Spieler, den man als sehr dynamischen Spieler kennt, der sich da gerne auch noch ein bisschen ausprobiert und ja. Sehr solide jetzt auf der sehr solide, also jetzt Cheap hinein. Und dann der Quickshot. Oh, ja. Also Markus Übelbacher eben Übli auf der anderen Seite für SKN, blau. Eigentlich so wie Krausi im vorigen Spiel, ein Routine, spielt auch schon länger. Hat jetzt aber die ersten drei Schüsse auch richtig übel gekriegt. Kaching. Ja. Schöner Pass eben. Ja. An die Torbande. Und gleich smooth der Catch. Und der Standsnack nach unten. Ne? Der passt und verkürzt zum 3-2. Beide sehr schnell, also jetzt beide Tore. Ja. Einmal von 5 auf 3 und dann gleich abzogen. Von Oliver und jetzt auch eben Markus. Und wieder der Chip. Also der Chip gegen Billachtal, gegen Billachtal war da halt der Druck auch eben zu groß. Weil Billachtal schon einige Top-Spieler da auch dabei hat. 4-2. Bekommt er seinen ersten Satzball? Mhm. Und nimmt ihn sich sehr unspektakulär, aber doch. Also ich bin jetzt gespannt, also es hat jetzt sehr gewirkt, als wäre da eben der Markus schon mit dem Kopf im nächsten Satz gewesen. Aber ich persönlich finde es immer besser, man sieht der Oliver mit so viel Energie, so viel Momentum, vielleicht nicht gleich zu sagen, geht's und in den nächsten Satz starten, sondern ihm auch eine Pause zu gönnen und ihn rauszubringen. Ah, der zieht schnell ab, der Oliver, eiskalt. Da ist Feuer. Da ist sehr viel Feuer in ihm. Ich sehe es. Ist aber auch der gleiche Ansatz in der Verteidigung von Übelbacher zu sehen, wie ihn vorher gerade erst Grausenegger hatte. Bin ich gespannt, ob man noch im Laufe des Spieles sehen wird, dass das vielleicht mit dem Zug ausgenutzt wird. Von hinten.
So, jetzt gibt's eine Diskussion. Mir wurde auch zugetragen. Was geschieht da gerade? Ja, ich muss sagen, ich war gerade abgelenkt, weil mir wurde gesagt, die Aussprache des Spitznamens ist zu wenig Dialekt. Also Übelbacher Markus wird ausgesprochen Üwi. Oha. Also Üwi, also wirklich ein W. Mhm. Ein niederösterreichischer Dialekt von der anderen Seite von Wien. Ich werde mich bemühen. Hat das nicht korrekt, ne? Durchführen können. So, 2-0. Üwi im Ballbesitz auf der 2 und erster Satz ging ja schon, ich glaube, 5-2 an Oliver. Ah, wichtiger Catch, ne? Sehr wichtig, da jetzt auch wirklich die Chance zu einem Den Abpraller gleich wieder einzwicken. Sehr stark von Oliver. Ja, und holt ihn sich. Er baut aus zum 3-0, das ist schon ordentlich dominant. Ja, also absolut. Der Druck ist einfach, also er übt so viel Druck aus. Auf Seiten von SKN, Markus, ja, übt er deutlich weniger aus, wirkt weniger dynamisch. Eben, wie gesagt, von dir schon angekündigt, Dynamik eine der Stärken von Oliver. Und das Kombinationsspiel. Leider nicht aufs Tor bringen können, den Pull-Kick aus der Kombination. Oliver spielt ja ungefähr gleich lang wie ich jetzt. Und deswegen ist er für mich immer ein direkter Vergleich, mit dem ich mich versuche zu messen. Deswegen ist es sehr interessant, ihn hier zu sehen. Aber wahnsinnig solide. Oliver gibt Gas, ja. Also ich würde mir jetzt dennoch wünschen, spätestens nach dem Satz eben, dass der Markus, falls Oliver da keine Pause machen möchte, irgendwie versucht, das Momentum zu brechen. Also dass, sei es ein Timeout oder die volle Zeit, ich glaube 90 Sekunden, wenn ich mich nicht irre, könnte durch Corona sich ein bisschen verändert haben. Zwischen den Sätzen und die auch wirklich zu auszureizen. Ja. Also nach einem 5-2 und 4-0, der muss einem klar sein, dass da eine Änderung her muss. Er scheint mir noch ein bisschen eingeschlafen, auch seine Bewegungen und so, ja. Er ist noch nicht ganz angekommen im Spiel. Ja, ich bin nicht sicher, ob er mental nicht schon wieder mit dem Satz abgeschlossen hat und das deshalb da sich ein bisschen träge zeigt. Aber ja, absolut im Vergleich zu vorher, zu dem dynamischen Spiel auf beiden Seiten, lässt die Energie sich etwas vermissen seitens SKN. War sehr schön, eigentlich, also wunderbar geschossen von Oliver, von hinten. Ja, ja, ich meine, für SKN wird es ja nicht einfacher. Die treffen dann noch auf TFC Pilachtal. Das war übrigens jetzt gerade wieder Fairplay. Da war ja Markus der Meinung, er hat ihm den Ball weggeschlagen und hat ihm den, ich glaube, ungefragt sofort wieder auf die 5 gegeben. Ja. Oliver hat das natürlich erkannt, weil wenn er das nicht erkannt hätte, hätte er natürlich sofort drauf schießen können mit der 5. Ja. Also für sich selbst zu reklamieren, kann auch Nachteile haben, weil wie gesagt, man gibt dem Gegner den Ball, der hat gar nichts gesagt und dann schießt er sofort drauf und sagt, nein, ich habe dir den Ball gegeben. Der Gegner muss es ja nicht unbedingt wissen, also es ist schon immer besser, auf die Reklamation zu warten. Ja, und Oliver Grünberger macht zu, macht einfach nur 5-1 zu. Und da ist jetzt nicht nur viel Druck auf Markus Übelbacher, sondern viel Druck auf SKN. Er will gleich weiterspielen, also der dürfte confident sein, also dass er den jetzt dann doch holt, auch ohne
Fußball über rauszubringen. Den Snake, den wir da jetzt gerade gesehen haben, das eine Tor, das da geschossen wurde, war eh relativ sauber. Aber ja, dürfte zu wenig Bälle auf der 3 haben. Jetzt ein ganz schneller Schussversuch. Verliert den Ball auf der 2. Und da haben wir die Chance wieder für Oliver. Ja. 5-2, 5-1. Also mathematisch könnte man jetzt ein 5-0 erwarten. Wollte Oliver da kurz das Call? Nein, war nicht sicher. Ja. Gut. Da kommt auf jeden Fall der Ausgleich zum 1-1 und ja, da sehen wir doch ein bisschen und mehr damit, Bewegung von Übelbacher jetzt. Ja, genau, der dürfte jetzt besser im Spiel sein. Also ich glaube, so viel Druck, wie da jetzt in dem Satz da ist, ist ein Trend nach oben für ihn. Aber Oliver schießt einfach weiter, als würde einfach niemand im Tor stehen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, na, aber wirklich, also die Quote vorne und auch generell, da gehen ja alle Pässe so, wie er es will und Schüsse kommt man vor. Auch von hinten, also super Quote von Oliver. Das war jetzt ein Pinshot. Also auf der Kamera hätte man nicht erkennen können. Das war jetzt nur noch der Sound, durch den man feststellen konnte, dass er nicht drin war, der Ball. Schnell aus dem Handgelenk mit der 5. Ja, die Konterbewegung da, wie sehr schön von Markus. Mit der 5. Und kann den Pass abwehren über die Bande. Ist ganz wichtig. Big Safe. Also jetzt ja, kämpft der Markus. Ich glaube, jetzt ist er angekommen. Wenn dann sowas passiert, kann er sein natürlich gleich wieder demotivieren, aber damit muss man umgehen können in einer Competition. Und Oliver jetzt auch nach unten. Also ich glaube, der hat auch alle Varianten mit dem Snake schon gezeigt. Nach oben, mittig. Ich glaube, der Oliver hat heute Nacht gut geschlafen, ist passend aufgestanden, gutes Frühstück gehabt, genauso früh zu sein. 4-1. Ja, der hat einen guten Tag. Aber das Gute ist, wir sehen den Oliver auch nochmal im letzten Spiel im Doppel. Bin ich gespannt, ob er im Doppel auch dieselbe Leistung dann zeigen kann, aber jetzt noch in dem Spiel natürlich bleiben. Es sind halt 4 Matchbälle für Oliver. Ja, und Markus erscheint hier auch wieder etwas psychisch gebrochen, ehrlich gesagt, von den Bewegungen her. Ja, also 5-2, 5-1, 4-1 ist jetzt da mental wieder reinzukommen, ist nicht easy. Aber man muss sagen, es wurden auch schon Spiele umgedreht und gewonnen, nicht weniger. Es zahlt sich immer aus, Vollgas weiterzumachen. Ja, also höher, man kann ja keine negativen Tore bekommen, also höher verlieren kann er nicht mehr. Und kämpfen ist wichtig und vor allem, das ist ja auch ein bisschen ein Warm-up fürs nächste Doppel, weil richtig, Markus Übelbacher spielt direkt danach auch das Doppel. Ja? Mit Karl Prohaska zusammen gegen die sehr starke Leistung von Lukas Goll und Matthias Alt, die da natürlich noch immer on fire sind von den Spielen vorher. Absolut, ja. Jetzt der Pull-Kick-Versuch nicht aufgegangen. Also ich würde nicht aufgeben. Ich denke, der sollte noch ein bisschen kämpfen. Aber vielleicht riskiert er auch mehr. Das gelingt ihm halt einfach nicht. Aber wir haben ja eigentlich allein heute schon Spiele gesehen, nach einer 4-1-Führung noch 5-4 gerade noch gewonnen wurden. Aber da war ein Comeback definitiv da. Ja. Und das ist ja auch hier möglich. Vielleicht hat Oliver auch ein bisschen jetzt den Stress, den Matchball zu machen. Das könnte dann Markus noch immer ausnützen. Ja, war gut kämpft, aber Oliver, wirklich passt auf. Greift halt auch nicht nach hinten. Ich denke, wenn er da mehr unter Druck wäre, hätte er da vielleicht nach hinten gegriffen, um das mögliche Tor zu verhindern. Chance. Aber er wandert. Nimmt sich seine Zeit und das war's. Es beendet 3-0 in Sätzen und Wahnsinn, ja, der die Newcomer. Die Tuller hauen rein.
erstmal den Routine abserviert. Damit jetzt 3-1 für TFC Toulon. Super. Also ganz ehrlich, nach der 0-1 Aufgabeführung, also 1-0 für SKN, jetzt 3-1 hinten sein, das easy ist das nicht. Na, das ist durchaus bitter. Aber ich freue mich, dass die Spiele so knapp ausgegangen sind, weil wir haben jetzt wirklich eine Wahnsinnsqualität gerade gehabt. Grüni am Lauf seines Lebens gefühlt. Mal schauen, ob er das die Energie eben mitnehmen kann. Und ja. Ich denke jetzt wirklich für SKN, also die Körpersprache vom Übelbacher Markus, hat er eigentlich schon nicht übermäßig positiv gewirkt. Also den jetzt kurz zu motivieren. Mit dem Doppelangriff, Doppel ist ja doch auch nochmal was ganz anderes als Einzel. Er wird mit Kali Prohaska sicher auch gut eingespielt sein. Und der Kali ist ja auch der Verteidiger sehr wahrscheinlich. Außer Markus sagt, er ist ja jetzt nicht zufrieden. Na, ich glaube, das wird schon. Das wird eine Stürmerleistung von Markus. Der Stürmer-Performance. Und der Verteidiger kann ihn da jetzt definitiv auch noch motivieren und aufbauen. Ja, es ist sowieso auch sehr faszinierend zu sehen, wie viel Einfluss Tagesverfassung auf so ein Spiel hat. Weil es ist durchaus ein feinmotorisches Spiel und jeder kennt das, man stellt sich manchmal an den Tisch und man hat das Gefühl, als hätte man am besten gleich drei linke Hände. Mhm. Absolut, ja. Ich glaube, der Oliver wird zufrieden sein mit seiner Leistung. Also das glaube ich. 5-2, 5-1, 5-1. Ja, das kann sich sehen lassen. Matthias Alt wird ja auch nach eben seinem Einzelsieg gerade eben dem Comeback auch noch sehr motiviert sein. Den wird jetzt für mich sowieso spannend, also mit Lukas, ob der wieder an seine Verteidigerleistung anknüpfen können wird, weil der wird, glaube ich, in der Verteidigung starten in diesem Spiel. Ja. Was den Matthias Alt bereits vorne aufwickelt. Ja, die Leistung hat mir aber sehr gut gefallen vorher, dieses wirklich, ja, ich sag's gerne, diese Energie, die Lukas Goll hinten gebracht hat, nach dem Wechsel, es war schön mit anzuschauen. Mhm. Aber das sind beide auf jeden Fall Allrounder bzw. Einzelspieler. Lukas Goll und Matthias Alt, deswegen da sind definitiv beide Aufstellungen möglich. So, dann hoffen wir, dass es bald weitergeht. SKN kann jetzt maximal noch ein Unentschieden aus dem Spiel machen. Und hier jetzt natürlich die große Chance für Toulon, sich potenziell den zweiten Platz bereits vorab zu sichern. Genau, also es ist eben besonders spannend, eben durch den Strafpunkt für Toulon. Sind die Punkte umso wichtiger für Toulon, würde ich meinen. Aber wenn ich mich nicht irre, wird jetzt wieder aufgewickelt. Also Matthias Alt hat da scheinbar nur kurz seine Bänder vorne fürs Warm-up
aufgewickelt und wird hinten starten. Und ich Lukas, täusche, hat aber in der Tulln Offensive auch einen Strafpunkt erhalten gegen Pilachtal. Nein, nein, der Strafpunkt ist von diesem Spiel. Aber und dieses der Spiel. In dieses Spiel gibt es keinen Strafpunkt, wobei gibt es für das 0:1 einen Strafpunkt? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist die Strafe bereits das 0:1. Und ich glaube, dass es nur nicht öfter vorkommen darf, wobei das gerade in der Situation mit Corona sein kann. Aber wir haben da jetzt schon das erste Tor verpasst, glaube ich, von Kali Prohaska. Ja. In der Verteidigung Wahnsinnsstart. Sehr schön, der Schub von eben relativ kurz zogen ins Lange dann geschossen. Jetzt doch wieder Lukas Goll vorne in der Offensive zu sehen. Ja, und die Kamera scheint etwas gespannt, müde zu sein, also das Signal kommt bei mir nicht optimal an. Jetzt wieder gut. Ja, bei mir ist ähnlich. Ich habe mich auch gerade dasselbe gefragt, ob es an mir liegt. Ne? So, jetzt bin ich gespannt. Der Markus, jetzt kann er zeigen, was er kann im Doppel. Das legt er zum Was die Einzelperformance. Ja. Ja, nein, nein, da ist, aber der Alte ist einfach stehen bleiben. Also, der Alte hat wirklich gerade und ganz lang. Dazwischen war alles offen, glaube ich. Hat er gesagt, verschießt du. Und da jetzt der schöne Push-Kick. Der Lukas hat eher wie ein Frustschuss ausgesehen. Das ist aber ein ordentlicher, kann man nichts sagen. Und verwandelt ihn da jetzt. Also, da schaut schon sehr viel stabiler aus als vorher im Einzel. Ja. Also im vorherigen Spiel war es eben 5-2, 5-1, 5-1, wenn ich mich nicht irre. Jetzt 4 Tore in Summe von ihm. Hat er jetzt schon mal gleich viele Tore geschossen wie im letzten Satz im Einzel. So, ich glaube, ich habe die Technik vor Ort mal darum gebeten, nach diesem Satz oder in einer Unterbrechung die Kamera kurz neu zu starten. Ja. Um die Qualität wieder aufwerten zu können. Sehr, sehr schöner Pass auf die 3. Und da verlässt der Ball den Tisch. Lukas, sind da die Stangen ein bisschen zu gut geschmiert? Erwischt er noch schnell ein bisschen Öl, Silikon ab. So, und jetzt wieder Kali Prohaska. Von 2 auf gegnerische 2. Sehr schön ins kurze Ecke. Und damit halt er auch im Einzel mit einer Wahnsinnsverteidigerleistung schon am Start gewesen. Kann sich sicher erinnern an die vielen Tore da. Ja. Und ja, dann macht er weiter. Er knüpft an. Der Zug, der scheint wirklich zu laufen bei ihm. Ja. Da legt er gleich nochmal dazu auf. Sehr schön gehalten, da ist er schön mitgefahren, sonst wäre der knallhart drin gewesen. Absolut. Und Lukas jetzt auch wieder mit der Pin-Variante. Schneller Passversuch, der aber nicht angekommen ist. Und Uwe hat seine Chance, die auch verwertet. Wahnsinn! Ganz lang, 3-2, damit die Führung. Also den Markus dürfte das nicht sehr rausgebracht haben, dass er da das Einzel eigentlich so kassiert hat, würde ich sagen. Also das ist der Back im Game, würde ich sagen. Aber das ist der Vorteil von Routine ist.
die machen da weiter ihr Ding und. Absolut. Ah, ich freue mich auf jeden Zug, den er sich auflegt, der Matthias. Ja, der verwandelt ihn ja. Auf eine Auflage auf D3 irgendwie. Ja, und da waren der Pin rechts lang. Ja. Aber auch, ja, der war sehr schwer zu saven für Kali, aber da hätte ich mal ein bisschen mehr Einsatz eigentlich gewünscht, würde ich sagen. Oh, was ja, gesehen, da hat er so ausgeholt wie beim Chip. Ja. Ja, und dann mit einer Wortsbombe hinein. 4-3, ja, der Markus, der schießt ordentlich fest, der Übi. Aber dafür ordentlich fester Pass auch von Lukas und wieder Pin oben. Jetzt wollte er gar nicht so weit rechts lang. Da rutscht er bei der passt der Kali auf. Gefällt mir gut. Und jetzt schaut er das an. Also der Markus hat da mehr Bälle, glaube ich, in dem Doppel, in dem ersten Satz schon. Im gesamten also Spiel gegen den Oliver, ja. Ja. Und auch schöne Schüsse, also die sind nicht umsonst der 4-3 vorne. So, jetzt wieder der querliche Zug. Huhu, und der Abpraller. Der Pushkick-Abpraller, sehr schön. Ja, und da zeigt der Lukas auf ein neues, dass er sich sehr häufig sichern kann. Mhm. Da diese herrliche Slow-Motion-Aufnahme, ungewollte. Mhm. Kali jetzt mit dem Zug. Oder wollte er unbedingt einen Standschliff ins Kurze, glaube ich. Jetzt aber wieder beim Schub. Mit dem hat er ja das Spiel eröffnet zum 1-0. Und der Abpraller kommt zu Markus. Also das ist wirklich eine sehr gut. Und der Pin. Schaut er ja, das an. Damit geht auch der erste Satz an SKN. Absolut, ja. Aber ich bin jetzt... Übis wie ausgetauscht. Ja. So, ich werde jetzt nochmal kurz zur Technik vor Ort schreiben. So. So. Die Kamera wird neu gestartet. Die Spieler sollten auch instruiert sein, das Spiel ohne Kamera noch nicht zu beginnen. Also wir sollten nichts verpassen und der Feed sollte gleich wieder da sein. So, ich sehe auch schon wieder was. Wie schaut es bei dir aus? Ja, bei mir ist es am Laden. Wir haben hier ein Standbild, aber jetzt haben wir wieder das Spiel und wir sind im zweiten Satz angekommen in unserer fünften Partie von heute. Also vierte Partie, die erste ist ja nicht gespielt worden. Mhm. So. Also zweiter Satz und 1-0 eben in Sätzen im Best of 5 für SKN. Der Kali haut da eine Bombe raus von hinten. Nein, man wusste nicht, ob er durch den Tisch ist oder hinaus. Ja, war dann hinaus. Die Spieler sind sich einig, sonst wird der Ball nicht hier aufgelegt werden. Und wieder mit dem Zug. Da war wohl viel zu viel Druck, gell? Der war nicht so ganz sauber. Ja, Kalle, kriegst du seine zweite Chance? Ja. Und er landet auf der 3. Eine interessante Passvariante. Aber ich muss sagen, wirklich, also das kann man auch so halb absichtlich versuchen in dieser Form, wenn man da einen wirklich gutes andeutet, ist der Gegner immer auf ein Schnelles eingestellt und der rollt dann so nach vorne. Ich weiß nicht, ob das da jetzt der Fall war. Ja. Sehr schöner Pass über die Bande wieder. Dann versuchen sich wieder zum Zug aufzulegen. Wird aber schön gehalten.
und landet auf Ivis 3. Aber wieder sehr stark. Na, gefällt mir sehr gut, was der Matthias Alter hier macht. Einzelschmäh zum Zug aufgelegt. Diesmal kurz. Da sehen wir jetzt eigentlich, wie die, ja, wie er dann irgendwie den Weg ins Tor findet, und wir haben eine 1:0 Führung von SKN in diesem Satz. Hat es ein bisschen Probleme in der Mitte gegeben auf der 5. Und jetzt haben wir auch den Ball. Ui. Der da unglücklich auf die 3 von Lukas Goll gefallen ist. Und der schafft es direkt, den Ausgleich 1:1 zu erzielen. Wichtig. Und jetzt kommt auch Matthias Alt nach vorne. Also. Und er blockt ihn gleich. Er kann ihn nicht behalten. Damit Auflage wird wiederholt. Ja. So. Wahnsinn, super Blocks da, ne? Ja, Matthias. Hat ihn da unter Kontrolle, der Matthias. Und spielten sich auf die 3. Aber Kali, pass auf. So, jetzt ist ein anderes Stellungsspiel. Und der Lukas lässt ihn da vorbei, ja. Das wird den Markus nicht stören. Oh, okay, Spezialschuss. Ging nicht auf, den kennt der Lukas vielleicht auch schon. Ja. So, bei mir ist gerade eine wunderbare Slow Motion, bei dir auch. Mehr Slow Motion. Ist bei dir ganz normal? Ich hätte es eine Slow Motion. Normal? Nein. Jetzt. Okay. Ja, da hat das Gerät eindeutig seine Probleme. Vielleicht. Ja, vielleicht ist das Handy neu starten. Hoffentlich ist es nicht so heiß. Es könnte aber auch die Internetleistung sein, ja. Vielleicht überhitzt oder ähnliches nach so langem. Nach so langem durchgehenden Streaming ist das durchaus möglich. Ja. Denke ich auch. Zurück und die Tullner gehen in Führung. Hat sich durchaus das Geschehen wieder etwas normalisiert auf der Kamera. Und wir sehen einen Matthias Alt, der versucht, ein Tor zu schießen. Noch wieder aus dem Stand. Wartet ab und schießt ihn gerade, aber hier auch wieder Karli Borowska super aufgepasst. Und steht dort. Und ein schneller Rebound, ganz schnell. Ja, eigentlich super stark geschossen von Lukas, aber der prallt nach vorne ab und der Markus, da zeigt sich wirklich die Routine. Ja, knallt ihn eiskalt rein über die 5. Und Lukas holt sich das 3:2. Wichtig, ja. Ja, wichtig, dass jetzt natürlich auch der vielleicht wieder aufs 1:1 Ausgleichen hinsetzen. Also für SKN geht es jetzt wirklich um viel. Also ich würde sagen, unabhängig vom Ergebnis, also auch ein 4:2 ist deutlich besser für den Verlierer als ein 0:6. Ein Sieg kann ja nicht mehr her für SKN, aber ein Unentschieden wäre schon noch immer wichtigstens, vor allem eben durch den Strafpunkt für Tulln, anders den Ausschlag bringen. Aber das wird nicht leicht sein
für sie, dieses 3:3. Ah, absolut nicht, aber in dem Best of 5 sind sie zumindest 1:0 vorne einsetzen, SKN, ja? Ja. Jetzt zwar 2:3 hinten, aber eben super passt. Also SKN, das Doppel gemeinsam, finde ich schon recht stark eigentlich. Ja, das stimmt. Wir spielen deutlich besser zusammen. Der Ton zum Bild ist leider etwas verzögert. Wir werden da vielleicht nochmal mit der Technik vor Ort sprechen nach dem Satz und eine kurze technische Unterbrechung einbauen. Na, jetzt sehen wir ja wieder etwas. Genießen wir die Zeiten, in denen wir gute Übertragung haben. Haha, ah, ist der Fake und dann kommt er gerade, ja. Ich glaube, das wird ein Timeout, ja. Ja, und in die Kamera, der Matthias, ja. Den wird er sich nochmal anschauen, ja. Super. So, 4:2. Und der Ball wird, die Auflage wird ihm gleich abgeknüpft von Matthias Alt. Und Alte wieder den Ball auf der 5. Steht da sicher motiviert. Na, vor allem nach dem Schuss, der gerade eben. Und wieder zum Zug. Mal schauen, ob Kalle ihm nochmal den Kran geben will. Na. Ja, und er nimmt jetzt hat er ihn so rausgebracht. Jetzt ist er eiskalt mit dem Verteidiger stehen geblieben. Den wollte er sich nicht nochmal geben. Ja, aber fürs Spiel jetzt sehr gesund, dass es zu einem 1:1 Ausgleich in Sätzen gekommen ist. Es bleibt spannend. Oh, und da versucht er ihn ganz schnell, es hat fast funktioniert. Rebound auf die 5 von Matthias Alt. Kann seine Kontrolle behalten, schafft es dann auf die 3 zu passen. Und jetzt schauen wir, was er da wieder für eine Magie macht. Bei mir steht das Bild leider gerade. Ja, bei mir leider auch. Auch. Ja. Na, ich kann recht sicher sagen, es war kein Tor. Steht noch 0:0, ja. Aber glücklicherweise den wichtigsten Schuss des Matches haben wir bereits drauf. Den geraden. Gerade Zug. Und apropos Zug, da ist der Zug. Sehr schön, da ist der Zug. Der war ganz lang, ja. Und da bauen sie aus auf 1:0. Ja, der Stream ist also ein Tor müde. Ist gefallen für Blau, ja. Wie es geschehen ist, schleierhaft. Es war auf jeden Fall relativ schnell, weil gerade war der Ball noch auf der 5, wenn ich mich nicht irre. Es ist halt in einem aktiven Spiel eine Pause zu forcieren, ist halt sehr unangenehm. Deshalb mal wieder die nächste Satzunterbrechung angepeilt, um den Stream möglicherweise zu reparieren.
Na, da ist es auf jeden Fall wichtiger, natürlich nicht den Stream den Vorrang zu geben, sondern einem möglichst ungestörten Ablauf für die Spieler. Absolut, es ist aber natürlich kein idealer Zeitpunkt. Ja, da Markus haut ihn rein. Kennt er nix, wie man so schön sagt. Also gerade in dieser entscheidenden Partie, die der jetzt zum möglichen Unentschieden oder Sieg führen kann, ist natürlich umso bitterer, dass der Stream jetzt leider laggt. Und der Ball ist auf der 3. Versucht So, aber und wieder mit wieder dem Zug. Zug. Ja, der ging ja recht gut, also. So, mit einem Macht er das Flanken. Kombinationsspiel. Uiuiui. Und Kali wieder am Ball. Kali ist da schon. Okay, nein, jetzt wird diskutiert, weil da ist doch ein bisschen viel rumgerudert worden. Ja, es wird aber entschieden, sich einfach da weiter zu spielen. Okay, ich bekomme die Rückmeldung, also wir, dass es wohl am Internet vor Ort liegt, also gar nicht an der Kamera. Ja. Es ist so, ja, vielleicht kann man da auf ein Handy Internet umstellen. HandyNet 3 hat Geburtstag und die schenken 3 Tage unlimitierte Gigabyte österreichweit vom 7. bis zum 9.5. Vielleicht hatte jemand guten 3-Empfang vor Ort und eben 3 und kann das irgendwie einen Hotspot damit basteln, um das Spiel dann eben möglichst ruckelfrei weiter übertragen zu können. Ja, da wird jetzt ganz solide kalten, aber jetzt so, jetzt wieder der Pinshot von Markus und den macht er rein, links lang, sehr schön, ne? Und das ist jetzt 3-1. das 3-1. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Da müssen Sie jetzt versuchen zurückzukommen. Mir kommt es eh vor, also der Stream wirkt jetzt wieder besser auf mich, was meinst du? Ja, doch, der Will ich Stream mir hat das sich ein? wieder ein bisschen stabilisiert. Das ist halt mit dem Internet auch so, man kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht ist der wer andere im WLAN und hat da einfach mal so ein neues Apple-Update oder Android-Update laufen gehabt. Und 3 zu 2, das ist wichtig, da den Anschluss zu finden. Ein Schelm, wer Böses denkt. So, 3-2 für SKN. Und da ist der Safe. Also genau solche Bälle sind ja eigentlich in dem Spiel schon ein paar Mal auf beiden Seiten wieder durchgekommen. Aber wird gesaved von Verteidigung von Blau. Und er landet auf der 5 von Markus. Und der passt den Ast rein Der vor. passt war jetzt So. sehr schön. Und wieder Snake knapp hin. Er wechselt. Wahnsinn, da Oh, hat er hat dreimal hin und er. her gewechselt. Ne? Ja, sehr viel stärkere Performance jetzt, die wir hier von Ubi sehen. Ja, Wahnsinn, dann nimmt er ein Timeout. Übrigens, früher, also für die ein bisschen Regel interessiert sind, früher war das nicht ganz klar definiert, ob das möglicherweise eine Ablenkung sein könnte, zwischen Snake und Pin zu wechseln. Jetzt ist es ganz klar definiert, solange man da halt nicht mehr oder weniger währenddessen die Hand komplett weglässt, dass es eben nicht als Ablenkung gewertet wird. Ja, das ist interessant. Da hatte ich auch schon mal eine Diskussion, nämlich ob das jetzt ein Foul ist oder nicht. Aber es ist gut, dass du das jetzt noch einmal ganz klar gestellt hast. Genau, also es steht jetzt in diesen neuen Regeln, unter Anführungszeichen, also der aktuellste. Wenn ich mich nicht irre, ist das dezidiert dort erwähnt. So, 4 zu 2. Jetzt SKN
Also den Satz und das Spiel zu gewinnen, oder generell wäre ultra wichtig, dann würde es im letzten Spiel echt um Unentschieden oder Sieg gehen. Also für die größere Spannung muss ich jetzt ein bisschen mehr zur SKN halten, muss ich sagen. Auch wenn die Ergebniskosmetik noch immer nicht nur eine Kosmetik ist, sondern eben auch entscheidend sein kann für wie hoch man verliert. Ja, absolut. Aber jetzt haben sie gerade die Nase vorne mit einem 4 zu 2 und Oho, super Catch von Markus. einen Ball, den Schießt er er zu doch schnell. relativ lustlos verschießt. Ja, ne, der kann unangenehm sein. Ich glaube, also der Wechsel, vielleicht hat er gegen Lukas oder so, ist, glaube ich, genau dasselbe. Hätte schon mal gekommen. Das heißt, den hat halt der Matthias schon gesehen Ja, kriegt der in Lukas den jetzt Spielen und war auf die vorbereitet. drei. Auch mit dem Zug. Er geht aber an die Bande und über die Torbande auf die drei vom Blau. Ja. Wahnsinn. So. Und Wahnsinn! wieder Er aus schießt der ihn so schnell. Pin-Position. Also die drei von Markus gefällt mir wirklich gut. Also der Üvi und dann eigentlich auch, muss ich sagen, die freien Bälle, dass die auf seiner drei landen, das funktioniert super. Im Einzel hat er da irgendwie überhaupt nicht davon profitieren können, aber jetzt Spitzenspiel 2 zu 1 für SKN in diesem Best of 5. So, hier wird in der Satzpause noch einmal ein bisschen geübt. Lukas versucht da seinen Pin wieder ein bisschen zu perfektionieren. Ich Ja, glaube, jetzt genau. sind alle wieder bereit und wir springen in den vierten Satz. Genau, ja. Üben zwischen den Sätzen auch absolut erlaubt. Zwischen den Timeouts im aktiven Spiel oder wenn der Ball aus dem Spiel ist, selbstverständlich nicht. Und da legt er gleich stark vor. Das Passt hat er scheinbar durch. funktioniert mit dem Üben. Ja, absolut. Und sie tauschen wieder. Okay. Matthias sagt, er holt sich da den Ball, nimmt ihn den ab in der Mitte. Und da war der Schuss, aber eben die Verteidigung passt auf, der Lukas. Ja. Das ist halt wirklich die Stärke, dass die beiden so solide Allrounder sind, Lukas und Alti. Wenn die halbwegs eingespielt sind zusammen. Und da kommt der Oh, Tumor sehr von schön. Alti gleich. Ja. Sehr Ja. schönes Kombinationsspiel, der langsame. Das ist auch schwer zu sehen, dass der dann kommen wird. Ja, vor allem, wenn so viel aus der Zugposition, also da gibt es einige Varianten genau aus dieser Ausgangssituation. Wahnsinn, dass der hängen geblieben ist, ja, da ist er genau mitgefahren. Uiuiui, da war Wilder der Ball. Pin von hinten wieder. Ja, der ging an die Bande. Schauen wir, So, und jetzt Kalle. was der Kalle da macht, ein bisschen. Die Standschliff von oben kommen eigentlich gut, aber ich glaube, die kennen den schon. Der hat jetzt schon ein paar Mal eigentlich relativ solid gemacht. Wow. Da Da das legt er um, Markus. Ja. eigentlich fast ausschaut, dass wir beim ersten Mal ausgerutscht und sieht ihn da noch so lang. Okay, nein, ich glaube, er legt immer um, eben. Ja, also so aus der Zwickposition, so irgendwie Pin auf Snake Okay. umlegen und so, das ist. Ja. Oh. Boah, Wahnsinn. Da geht Das er tut ganz weh. schnell rein. Ja, da kommt das Timeout, also das braucht jetzt wirklich Toolen. Markus entschuldigt sich zwar, aber ich glaube, der wird ihn nicht stören. Der entschuldigt er sich gerne. 2 zu 2, also jetzt ist er echt in seinem Element. Also. Doppel, muss ich sagen, überzeugte mich absolut. Ja. Routine Markus Übelbacher, aka Üvi. Oh, hier bleibt Uiuiui. er nicht liegen, leider. Ja.
Und der Kali hat seine Chance. Bleibt dann aber an der Verteidigung hängen von Matthias Alt. Naja, die haben sich gut eingestellt auf seine Schüsse. Ja, und der kann halt jetzt wieder seinen Zug spielen, der wirklich wahnsinnig gefährlich ist. Ja, und der ging auch schön aufs Tor. Reaktion von Prohaska. Sonst wäre er durchaus reingegangen. Ja, die nimmt er gerne ab, der Kali, muss ich sagen. Also da fährt er wirklich schön mit. Jetzt ein Block ins Tor. Wahnsinn. Ja. Also, da ist wirklich für SKN, die sind die Bälle, die an der 5 vorbeigehen oder an der 3, die werden so schnell wieder Richtung Tor von Rot weitergeleitet. Ultra gefährlich. Und das wird natürlich belohnt. Ah, ja, Wahnsinn. Da wird er sich ärgern. Also beim 3:2, wenn er den jetzt reinmacht. Na, hält aber. Puhu, da haben sie ein Glück gehabt, der Tollen. Huiuiui. Jetzt auch weniger Möglichkeiten für Lukas vorne auf der 3. So. Ja, ach, okay, jetzt schau. Der Kali weiß, die warten auf seinen Standschliff auf dem Zug und deshalb hat er jetzt den Fullkick stattdessen gemacht. Ne? Nicht gut, dass er da variiert. Ah, schau dir an, wie die Nerven blank liegen. Da kommt der Timeout. Ja. Zweites Timeout jetzt schon für Tulln. Die haben ja eigentlich schon vorher versucht, das Momentum zu brechen. Und gleich geht's weiter. Mal schauen, ob sich der Matthias da jetzt die Zähne ausbeißt an der Verteidigung vom Kali. Da ist jetzt viel Druck im Spiel. Wir müssen schauen, dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen Druck rausnehmen können. Oder sie verwerten cool, einfach. Und sehr stark, sehr stark. Ja. Und Matthias bleibt gleich vorne. Sie haben ja auch keinen Timeout mehr. Das heißt, er könnte auch gar nicht. Schnelles Kombinationsspiel an die Bande. Ah, der gerade noch weggekickt den Ball. Ja. Ja, sonst wäre der fix schon auf der 3 gewesen. Sehr schön. Wahnsinn, da schaut das an. Der wird gehalten auf der 2 und landet dann auf der blauen 3. Das Internet möchte uns jetzt wieder eine Slow Motion zeigen. Sehr schön auf den Zug aufgelegt. Ja. Ja, und der passt. Das heißt, wir haben jetzt wirklich eine Chance. Mit einem Satzball. Und dann wird es wieder in den 5. Satz gehen. Ja, das kennen wir schon aus der heutigen Begegnung. Das haben wir super gesehen, ja. Die waren ja, ich glaube, 3:2 waren es vorne. SKN und jetzt 3:4 ja. Seit dem Wechsel. Ja, ganz solide holt ihn sich der Matthias vorne, legten sich auf den Zug auf und... Timeout darf er jetzt keiner nehmen. Wenn er jetzt nämlich einen Timeout nimmt, dann ist es natürlich ein Foul, weil er keins mehr hat. Gerade versucht. Aber er weiß, dass er keinen Timer hat. Sehr gut. So, aus den Bällen ist er jetzt oft der Ball dann auf der 3 gelandet oder sogar ins Tor gegangen. Das ist aber wieder gefährlich. Ja, das war gefährlich. Ultra gefährlich für Rot. Ja. Mal schauen. Siehst du? Und er landet auf der 3. Ein Wahnsinn. Also, er macht so viel Druck über die 5 oder 3, das erinnert mich an einen Gerhard Dörr. Der bei W4 spielt, der ist auch sehr, sehr unangenehm, also als Verteidiger. Und jetzt auch der Druck von Matthias Alter. Wahnsinn, weit zogen, aber ja. Matthias hat Vertrauen in die Deckung, fährt gar nicht mit. Ja, schaut euch das an, da gibt ja, so viel Druck. Ja, da kriegen sie es, sie kriegen ihn einfach und da haben wir jetzt tatsächlich wieder ein 2:2 in Sätzen. Was ist das? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Puh, Wahnsinn. Also aber trotzdem, aus meiner Sicht kein Vorwurf, dass da riskiert wurde. Eben von Kali und so. Muss man auch mal machen, denke ich. Nur safe spielen, damit wir es auch selten gewinnen. Ja, wie du vorher gesagt hast, auf Sieg spielen, das ist wichtig. Genau, ja. Das waren eine super Schüsse, die halt eben noch besser geblockt wurden, eben, ja. Und er hat wieder den Ball auf der blauen 3.
Ja, Matthias Altmann jetzt aber direkt vorne geblieben. Lukas Gaul in der Verteidigung. Ja, und Übin Prohaska denken gar nicht drüber nach, da irgendwas zu wechseln. Das Nein, das finde ich gut, wir haben das Vertrauen, ja. Sehr schön und weich vorgespielt. Ist leider nicht ankommen. Ja, man merkt, wie beide Spieler ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Spiel genommen haben. Jetzt wieder ein bisschen bedachter. Absolut, also der absolute Pace-Wechsel. Jetzt sehen wir wieder diesen Zug. Ja, na, der Zug, der hat dem Kali gar nicht geschmeckt bisher. Ja. Ja, dem hat er deutlich mehr Probleme gehabt, aber was sage ich? Dieses Mal er ändert das natürlich gleich. Aber das ist interessant, weil wir haben vorher überhaupt keine Züge gesehen von beiden, nämlich in ihren anderen Spielen. Nein, Kali hat da einfach so gut gehalten, ist nichts, aber schon aus dem Spiel heraus geht's dann. Nachdem der Kali jetzt sogar die Züge gehalten hat. Was mir auffällt beim Kali, er will den Ball relativ schnell oft gleich spielen und damit darauf sind sie irgendwie eingestellt, aber gleichzeitig blocken sie ihm irgendwie fast zu gut, wenn er dann weiterzieht. Also, sehr schwere Situation für den Verteidiger, ja. Ja. Ja, da Ricochet von der Wand auf die 3 und da haben wir wieder den Zug. Das ist eine gefährliche Situation gewesen über die Wand, über die Bande. Verlässt den Tisch der Ball und deswegen geht der Ball wieder auf die Zweierreihe von Rot. Genau. Also fünfter Satz 1-0. Für SKN wirklich unfassbar wichtig, da das Spiel zu holen, weil dann haben sie auch die Chance auf das Unentschieden. Ein Passversuch. Da vielleicht ein bisschen zu verlegen. Der war eigentlich eher so, wie der kommen ist. Nicht direkt an der Bande ist. Der ist eher gedacht, dass er eben an der Torbande zurückspringt und auf der 3 dann abgefangen wird. Aber eben ein bisschen zu wenig Tempo. Um schnell genug zurückzukommen. Lukas da schön aus der Bewegung heraus. Gibt seinen Teamkollegen die Chance, jetzt 5 auf 3 zu spielen. Ja, also er hat Ideen, der Kali Prohaska, aber da kommt die Bälle häufig wieder zurück. Der hat jetzt sogar drin ausgeschaut, der Ball. Also ob der jetzt nicht an die Latte gegangen ist, der war doch... Ich glaube fast, der ist an die Latte gegangen. Nicht sicher. Also es hat zumindest bei mir ausgesehen, als wäre der wirklich drin gewesen, der Schliff. Nee, der hat sich jetzt auf jeden Fall verdient gehabt. Ja. Spielt er ein bisschen zu mit zu wenig Selbstbewusstsein und wird auch bestraft, dass es beim Übi auf der 3 liegen bleibt. Ja, der schafft ihn aber auch nicht rein. Super 2-0, schöne Kombination. Super interessant, aber zu sehen, wie sich die gesamte Spielgeschwindigkeit und der Stil verändert hat im Vergleich zum letzten Satz. Also, was mir vorkommt, irgendwie, dass jetzt Markus auch im letzten Satz schon zu wenig Chancen sich erkämpfen konnte. Aber was sage ich, er hat den Ball jetzt, gell? Ja. Und da kommt der Monster-Pin. Also, festschießen tut er, da kann man nichts sagen, ja? Und die kommen auch schnell, ansatzlos, Pin, Snake, alles ist unangenehmer Spieler auf der 3, ja. Muss er auf der 5 halt noch kämpfen und er macht genau das, so wie vorher, gefällt mir gut. Ja. Gefällt mir sehr gut. Da war er ein bisschen zu verspät. Wollte den Retourzug aus der Bewegung
Ah, wo ist der Ball? Er liegt. War der scheinbar direkt im Schatten der Stange? Schon wieder im Spiel. So. Also die Schüsse von Kanik kommen da schon unangenehm, dass die mal nicht reingehen. Aber dafür auf die 3, das ist ja auch das Zweitbeste, was passieren kann. Schön links lang, aber Lukas steht. Da rollt er weiter. Und da haben wir jetzt genau diese 3:1 Situation, die unglaublich viel Druck ausübt. Genau. Also den hätten sie jetzt gern nicht bekommen. Und da ist vielleicht auch dieser Schuss, dieser Retourzug von Övi relativ unangenehm, dass er nicht mal aufs Tor ginge. Aber er kämpft sich den Ball wieder. Jetzt würde ich mir wünschen, wieder, dass er was Solides spielt wieder. Achte auch den Druck mit der 5, aber es wird aufgepasst. Hört die ist so wahnsinnig, Kerstin. Ja. Da ist er abgerutscht, aber hat, dass er trotzdem dem so schnell nachspitzelt. Nicht schlecht. Ne? Aber man hat auch gesehen, der Matthias hat ja auch kurz davor den Ball verloren. Also wenn er den Ball nicht verloren hätte, war sozusagen schon auch ein Eigenfehler auch dabei. Ja. So, ja, zuletzt, ja, hat der Kalle eigentlich schon relativ, also deutlich besser gehalten, die Züge, aber der den verwertet er und damit 4:2. Das ist der Matchball für diese ganze Begegnung. Das ist der Wahnsinn. Wir tun. Schau, wie er kämpft. Den will er einfach. Ja. Ich glaube, das hat jetzt den Übi so auch beim verunsichert, dass eben der zweite Schuss, der Nachschuss auch nicht so gut war, dass er den gar nicht gefallen hat. Wenn er da ein bisschen weniger sich bewegt, dann Matthias hat er den wahrscheinlich. Da bleibt er nicht liegen und Matthias kriegt ihn auf beiden Seiten nicht. Jetzt der Stand ist jetzt. Ungnädiger Standbild. Da müssen wir fast Anruf von einem technischen Timeout einfordern. Okay, aber wir haben den Match gesehen. Oh, er geht einfach rein. Wahnsinn. Ja, Kalli. Ja. Kalli zeigt sich noch kurz, die Kamera hat gut gespielt, ja. Super gespielt, beide. Ah, ein Wahnsinnskampf. Ja. Ein Wahnsinnskampf, dass wir das jetzt auch wieder sehen durften. Dass es auf alle 5 maximalen Sätze geht. Ein Traum. Wirklich, ja, also Wahnsinn. Und damit jetzt bleibst du dabei, dass SKN original einen Punkt sammeln konnte bisher, und zwar den Punkt, der aufgegeben werden musste von Tulln. Und damit gehen wir ins letzte Doppel. Also ich hoffe wirklich, auch wenn es jetzt dann 4:1 steht, gell? Ja, das ist falsch eintragen, glaube ich. Es ist noch nicht aktualisiert im Live-Ticker, so ist es, ja. 4:1 für Tulln. Also SKN sollte aus meiner Sicht dringendst kämpfen um dieses letzte Match auch. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der Kenneth und der Jonas im letzten Spiel gegen Oliver Grünberger und Gerald Buxalewicz spielen, da auch Gas geben werden. Und Jonas und Kenneth sind auch super eingespielt, also die können das definitiv holen. Haben auch 2019 die WS beispielsweise zusammengespielt und da ein gutes Ergebnis im Doppel im Offenen bringen können. Okay. Na, ich bin jetzt sehr gespannt, ob der Grünin noch einmal die gleiche Leistung abrufen kann, wie er vorher gerade gemacht hat. Das stimmt, also da muss man schon sagen, da wird einiges an Respekt hoffentlich da sein, wenn die das mitbekommen haben, wie gut er gespielt hat. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch eine letzte Pause, kurz bevor das Spiel losgeht, und lassen die in Ruhe einspielen. Ja. Was meinst du, Fede? Ja, liebe Zuschauer zu Hause, holt euch jetzt noch ein Popcorn. Das letzte Spiel wird sicher super. Dominik, ich hätte gesagt, wir sehen uns dann in 3-4 Minuten wieder. Ja, bis gleich. Mal, bis ciao, gleich.
Das letzte Spiel hat bereits begonnen. 0:0, erster Satz. Auf der rechten Seite für SKN. Spielt gerade Kenneth Kellner, glaube ich, vorne. Und er macht ihn rein. Und hinten in der Verteidigung sollte das Jonas Gradinger sein. Für Tulln auf der linken Seite Rot. Im Sturm Oliver Grünberger. In der Verteidigung Gerald Buksalewicz. Und mal schauen. Ja, ich bin perfekt zurückgekommen. Einen Tor schon verfehlt, verpasst. Das ist scheinbar schon... Glücklicherweise die... rechtzeitig da, ja. Und wir haben ein schnelles 2:0. Na, ich bin gespannt jetzt, ob Kenneth auf die Tipp-Peste besser eingestellt ist, aber nein. Oliver spielt jetzt wirklich sehr solide. Also die war auch gegen Billertal, waren die auch... Die Fehlerquote auch ein bisschen höher. Aber die kommen sehr gut. Jonas wieder mit seinen Zauberpässen von hinten. Oliver passt aber auf. Wahnsinn-Duell da in dem Wahnsinns-Duell da. Oliver setzt sich durch gegen Kenneth. Ja. Und verwertet ganz rechts lang. Sehr solide. Das habe ich nicht ganz verstanden. Spielt Kenneth im Sturm hier? Ja, ziemlich sicher. Okay. Also es sollte, oder? Dreh ich mich. Also normalerweise ist es eher umgekehrt. Na, eigentlich, du hast recht. Das, ich bin mir nicht sicher. Sehr schön. Oh, ja, da geht er rein. Ich bin eigentlich den Pässen nach, also ich gehe schon sehr stark davon aus, dass Kenneth vorne spielt. Und Jonas in der Verteidigung. Na, ich glaube, du hast recht. Kenneth vorne, Jonas in der Defensive. Das ist ein anderer Stil als der, den wir vorher gesehen haben. Mhm. Ja, das ist der Jonas hinten. Da macht er den Slingshot. Ja. Nicht erfolgreich, aber ja, für Kenneth einfach sehr solide den Bandenpass. Ja, also, ja. Verwertet. Ja, da haben wir einen ganz schnellen Satzball schon. Für Team Blau von SKN. Oh, Kenneth kann da nicht festhalten im Ball. Boah, hast den Pass rein. Also, hast rein. Wahnsinnspass da gerade von Jonas. Ja. Der mit einem Kurbler leider nicht belohnt wird.
sind die Pässe, die ich von Jonas sehen will, ja. Ja, gleich nochmal der Versuch. 5-1, erster Satz, das ging schnell. Ja. Oliver, kurz ein paar Bälle spielen, ja. So, SKN dürfte sich auch abseits des Tisches ein bisschen besprechen. Ja, nimmt die vollen 90 Sekunden, um einen Masterplan auszuhacken. Ja, ich glaube, die dürfen aber eigentlich ganz zufrieden sein mit dem 5-1. Auch die PSG kam eine gute Leistung auf der Reihe, auch sehr stark. Schauen wir mal, ob sie jetzt anknüpfen können. Olli auf jeden Fall einen sehr schönen Pass auf die 3 gemacht. Lässt sich da etwas mehr Zeit und verwertet ihn über die Mitte. Sehr schön gesehen. So, okay, was passiert? Also ein Foul. Was passiert? Ein Foul. Ist ein 3-Foul? Ja, ist es ein 3-Foul. Ja. Ne? Ja, und Oliver... Hält den Kennedy sehr brav, ja? Und Oliver bekommt den Ball gleich, also... Wenn der den jetzt verwertet, ist schon mal ein ja, deutlich mehr Druck da. Ja, 2-0 ist eine schöne Ausgangsposition für die Tulner. Schafft es jetzt leider auch leider nicht vorne festzuhalten. Ja, und da kriegt Kenneth wieder eine Chance. Ich denke den Anschluss, ja. Also, was mir gut gefällt, auch wenn da jetzt so was wie ein Slingshot von Jonas kommt, ich denke, die wollen da trotzdem eben unbedingt das eine Spiel holen, weil es eben ausschlaggebend sein kann. Ja, richtig. Und genauso gibt Tulln auch noch Gas. Also, ich, allein der Oliver nach der Einzelperformance sagt, das will er auch im Doppel zeigen. Und der Gerald hatte ja, glaube ich, noch gar keinen Einsatz heute. Also, da wollen, glaube ich, alle 4 Spieler unbedingt mit einem Sieg aus dem letzten Doppel gehen. Ja, weil dieser eine Punkt einfach wirklich viel ausmachen kann. Besonders wenn man bedenkt, dass Tulln da diesen halben Minuspunkt hat. Sagt, ja. Dann lasst er sich nicht weglocken. Er passt auf. Ja. Wahnsinn! Abfall, also der ist sich 3-1. Die magische Grenze. Und man sieht, die Jungs geben Gas. Oliver jetzt wirklich auch Körperspannung, er ist motiviert. Also auch als Stürmer, gerade wenn du da diese Rückendeckung von hinten bekommst, eben wo ein Tor, das jetzt nicht erwartet wird, ja. Das ist einfach so ein netter Bonus, der entlastet dich sehr da vorne. Also das ist. Naja, man denkt sich halt, man muss nicht alles machen, offensive technisch. Und dann denkt man sich, jo, ist nicht so schlimm, dass er jetzt hinten ist, er könnte auch ein Tor machen und genau das hat er gezeigt. Also ich würde sagen, eben schön. Ausgangslage normal ist schon, dass der Stürmer die Tore macht, wie gesagt, ist eher ein Bonus. Ja. Und 4-1, also der Satz geht in die gegenteilige Richtung jetzt, so schnell wie der vorherige. So, was macht der Kenneth? Er haut ihn links lang rein, Ast rein, ja. 4-2. Also die Stürmerleistungen passen auf jeden Fall sehr gut heute. Ja. Mhm. Kann man so sagen, ne? Ja? Jetzt schauen wir mal, ob der Olli uns wieder einen Pass zeigt. Ja, etwas Besonderes ist nicht angekommen, leider. Oh, und da bleibt er hängen. Und ein Geschenk. Hm. So, da lag Gerald auf der 2.
zeigt uns sein Können und schließt den Satz. 1-1 in Sätzen. Ich glaube, 5-1 war der erste verloren und der ist 5-2 gewonnen. Also da geht Schlag auf Schlag. Oh, jetzt auch wieder vorne. Bennett wieder nach vorne gegangen. Der ist am Ende war er jetzt, haben sie abgetauscht. 1-0. Das 1-0 ist auch sehr schnell gekommen. Also die Trefferrate von Oliver Grünberg ist unglaublich. Auf der 3. Ah, schöner Pass. Ich glaube, der Kenneth, da hat ihn natürlich Corona-bedingt die Praxis, die gemeinsame gefällt oder so. Vielleicht ist aber auch Pässe von Jonas teilweise auch gar nicht so leicht zu fangen, auch wenn sie in sich sehr schön sind, weil er eben so viele Passvarianten hat. Ja. Das heißt, da weiß man als Partner vielleicht selbst nicht, welcher Pass es denn jetzt werden wird. Bei mir ist jetzt leider der Stream gerade verschwunden. Ist das bei dir auch der Fall? Das ist leider bei mir auch der Fall. Okay, Moment. Ja, meine Lieben, wir versuchen euch jetzt durch diese Zeit der Stille zu führen. Ah, sie ist wieder da. Sehr wir gut, 2-0. Verstanden. Wunderbar, das wäre nämlich, nicht ideal, weil meine drei Ansprechpartner spielen alle gerade. Wahnsinn, schau dir das an, den Gerald da von hinten, der Pin. 3-0. Ah, Sebastian Huber ist auch noch im Chat. Gut, der hält uns auch noch. Was für ein Rennen ist da gerade eröffnet worden? 4-0. Was ist da los? Ich glaube, Tolner hofft, dass der Minuspunkt verschwindet, wenn sie jetzt schneller gewinnen. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Puh. Also SKN, ich bin jetzt wirklich gespannt. Jonas und Kenneth sind ja eigentlich ein super Doppel. Ja. Wie die das jetzt versuchen noch umzureißen. Also beim 4-0, man sollte natürlich schon kämpfen, aber vielleicht sich nicht zu sehr auspowern und vielleicht dann doch auf den nächsten Satz konzentrieren. Aber vielleicht die Dinge, die man dann nachher in Angriff nehmen will, schon jetzt vorzufühlen. Vorbereiten, ja. Ja. Na, durch so, der Gerald, eine sehr wilde Angelegenheit, nämlich wie die Schüsse jetzt auch gekommen sind. Die waren nicht wirklich Standardsituationen. Nein, überhaupt nicht. Also der Gerald hat da jetzt extrem viel Work gemacht in den letzten beiden Sätzen von hinten. Ja. Offensiv und auch defensiv. So, was macht der Jonas? 4-0. Jetzt wieder einer der berüchtigten Pässe. Ja, war dann doch der ist er hängen geblieben. Ich glaube, das hätte ein rechter Winkel werden sollen, ja. Ja. Ist er hängen geblieben. Oh, sehr schau gefährlich. Schau an, wie gefährlich der Gerald ist, ja. Wahnsinn. Ja, das ist der goldene Handschuh scheinbar. Ja, da. Also falls ein Gewinner-Interview geben würde, würde man den definitiv fragen, welcher Handschuh das ist. Ja. Ja, Kenneth hat aber jetzt die eine Chance, die er hatte, sofort verwertet. Und ein bisschen auf ein 4-1 verkürzt. Genau, ja. Ja, da haben wir jetzt wieder den Oliver. Der da kurz einen Prozess macht und ihn verwertet. Sehr schön gespielt. Wahnsinn. Also nach dem ersten Satz 5-1 für SKN, dass die nächsten Sätze so auch schon derart favored für Tulln, das ist ja Wahnsinn. Also Oliver ist wirklich on fire. Tulln zeigt doch wirklich auch der Gerald beispielsweise, die hat das überhaupt nicht beeindruckt, dass sie da gegen Bielachtal so verloren haben, weil die wissen, dass das die Favoriten waren. Ja. Und dass das Duell gegen SKN das Wichtige ist für den zweiten Platz. Ja. Ich glaube aber, ganz ehrlich, mit der Leistung würden die Bielachtal auch doch ein Spiel abknöpfen können. Das eine oder andere. Das denke ich auch absolut. Also die Leistung war schon sehr viel stärker als die wir gesehen haben bei ihrem ersten Spiel gegen Bielachtal. Ja. Also da freue ich mich schon auf die Rückrunde. Tulln gegen Bielachtal. Aber ehrlich gesagt, auch auf diese Rückrunde, weil SKN wird das sicher nicht auf sich sitzen lassen. Auf keinen dass Fall. Dass sie da
Also es steht zurzeit 45 zu 1, wie man eindeutig sehen kann. Das ist ein Fehler. 45 zu 1 wird sich nicht ausgehen. Er steht 0 zu 0 und jetzt haben wir ein 1 zu 0 für SK gesehen. Genau. Ja, und Oliver wie eine Maschine, wie eine Maschine. Er kriegt ihn, er pinnt ihn, er schießt ihn. Also ich muss wirklich sagen, Oliver überzeugt mich heute absolut. Aber ohnehin, also ich würde jetzt gar keinen MVP nennen können für dieses Match, weil alle quer durch die Bank waren super. Ja, das stimmt. Gut abgerundetes Team dabei, TFC Thulen. 2 zu 2 der Ausgleich. Also die SKN-Fanbase sollte ihre Buschen auch nochmal motivieren, weil da geht es ja noch immer um was, ja? Ja. Lasst mal was hören da im Chat, Leute. Bisschen Motivation für unsere SKN. Ja. Also Chat sehe ich auch nicht, ja, die Anfeuerungen. Kennet eigentlich mit einem super Push-Kick, aber da wird aufgepasst. Also Gerald, der fühlt es heute. Unterkantenpass geht weiter durch. Wow, super. Da vielleicht aber die Verteidigung von Jonas auch teils ein wenig statisch, weil er sich schon sehr eindeutig die Löcher aussucht und dann sehr gezielt hineinschiebt. Vielleicht wieder auf Reaktion und auf Ansatz fahren, aber ich bin jetzt gar nicht sicher, ob er das vorher schon anders auch eben nicht halten konnte. Wichtiges Geplänkel. Ja. 3-3, damit finden sie den Anschluss. Uiuiui. Ui, ui. Sehr schnell. Wege Ass 3 in der Bandenpass. Ja. Und er blockt ihn direkt auf die 3. Das ist jetzt, was brauchen. Da ist kein. Haben sie jetzt die Chance aufs 4 zu 3. Ja, wenn er kenne, dass er es reinmacht, macht es nicht rein. Nicht geholt. Aber das ist wichtig, dann würden wir nämlich was sehen? Möglicherweise einen fünften Satz. Einen fünften Satz. Das wäre es. Gut noch gesaved von Gerald. Der Abpraller, der wieder zurückkommt. So, die letzten freien Bälle sind alle eher Richtung Kenneth gegangen. Schwierig. Ah na, Kenneth, jetzt sehe ich es erst. Das ist ja ist der Jonas vorne gerade. Ja, tatsächlich. Habe ich den Wechsel verpasst. Ein Fehler. Zu unserer Verteidigung, die Shirts sind die gleichen, ja. Ja, das ist auch gut so, ja. Ah, wichtig. Ja, sehr stark offensiv nach vorne blockt. Aber Kenneth passt auf. Und kann ihn dann wirklich auf die 3 sich sichern, der Jonas. Ah, auch super solide von Jonas, also der war ja wirklich schnell. Und ein Timeout. Ja, jetzt wird spannend. Ja, er lässt den Kenneth vor. Schau. Oder lässt ihn vielleicht besprechen es nur? Sieht doch eher aus, als würde Kenneth vorgehen. Ja. Kenneth hat ja vielleicht auch jetzt von hinten gut sehen können, wo die Löcher sind bei Gerald, weil der Gerald spielt ja die ganze Zeit hinten und Oliver vorne. Mal schauen, ob er. Ja, und die Info hilft, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wahnsinn, Schutz. Und damit Satzball für SKN. Könnten dann den Ausgleich schaffen. Und setzen. Ja. Sehen wir da jetzt einen fünften? Oder. Also die Kantenpässe von Oliver
Wahnsinn. Also das, was der Oliver macht, das macht er wirklich super solide. Also die Kartenbase, da sind kein einziger oder ganz wenige nicht so kommen, wie es haben will, und dann denkt er sie auch problemlos. Hier zu viel damit. Auch der Matchball und das, also der Matchball für Tulln und Satzball für SKN, und Oliver blockt sich nach vorne. Wahnsinn. Nimmt er den zweiten Timeout? Ich glaube, vorher hat er nicht genommen. Ich glaube, der wird schießen. Ich glaube auch, dass er schießt. Hat er wieder lang links? Oder lang rechts? Oh, dann er nimmt den zweiten. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, er hätte geschossen. Der hat sich irgendwie eine Lücke schon anvisiert gehabt, aber der Jonas hat mir jetzt sehr, sehr gut in der Verteidigung gefallen. Also könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt auch hinten bleiben wird. Ja. Und den blockt. Ah, Drucksituation. Na toll, wie wir jedes einzelne Spiel so ein spannendes Spiel haben durften. Mal schauen, ob es einen fünften noch geben wird. Oliver legt ihn sich nochmal zum Snack auf. Wundert niemanden. Die Quote war wirklich spitze, der braucht nichts ändern. Er wandert. Ja. Er verwertet ihn. Er verwertet ihn. Wahnsinn. Mit 5:1 für TFC Tulln. Wer hätte das gedacht, dass SKN St. Pölten ein einziges Spiel gewinnen wird? Und das ist das Spiel mit der Aufgabe. Die Spiele waren so überragend. Klar. Also ganz ehrlich, wer 3-2 war da dabei. Ich glaube auch im letzten Doppel war das ja eh auch wieder genau. Also im vorletzten, in dem war es jetzt nur 3-1 und 4-4 im vierten Satz. 5-4. War das nicht das Einzige, das wir heute gesehen haben, das nicht auf 5 gegangen ist? Ja. Nein. Also das Einzel ging so schnell. Richtig, ja. Das eine Einzel. Das ist Oliver Einzel. Ja. Das richtig. War ein 3-0, das war 5-2, 5-1, 5-1. Aber die anderen Spiele, alle 5. Satz bis auf den, und der hätte sich eigentlich auch einen 5. Satz verdient. Aber der Oliver hat was dagegen gehabt. 5-4. Wunderschön gespielt. Ich glaube, wir können... Ja, schalten wir mal zurück zu uns ins Studio. Und genau, ja. Finden wir ein paar abschließende Worte. Was hat sich da jetzt Besonderes für dich getan? Hast du das erwartet, Dominik, oder bist du jetzt komplett überrascht, dass das 5:1 ausgegangen ist? Ich habe da eigentlich absolut nicht damit gerechnet, also vor allem mit dem 1-0 vorne. Ich bin nur nicht sicher, ganz kurz, ist meine Webcam, ist sie bei dir eingefroren? Ja, ich versuche es zu finden. Die Webcam funktioniert, pardon. Wunderbar, perfekt. Super. Ja, also ich denke, mit einem 5:1 hat niemand gerechnet, aber man hat ja auch gesehen, ja. Mit den ganzen 3-2-Partien, das hätte in beide Richtungen gehen können. Ich glaube, SKN wird sich für die Rückrunde was überlegen müssen, wenn der TFC Zollen mit der Leistung wieder aufgeigen wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass einfach sehr viel Tagesleistung und Tagesunterschiede heute waren, weil, wie du schon gesagt hast, die Unterschiede waren so knapp. Ein Ball hätte absolut eine Veränderung herbeirufen können. Und da ist einfach eine Tagesstimmung, eine Tagesleistung, die kann heute so sein und morgen anders. Und dann könnte es sein, dass wir ein 5:1 von SKN sehen. Also wirklich sehr, sehr spannende und schöne Spiele. Absolut. Also ich denke, das Momentum war dazwischendurch eben auch deutlich auf Seiten von Tulln. Ich habe es auch angesprochen, ich kann mir eben auch vorstellen, dass die Underdog-Situation mit dem 0:1 mit dem Rücken zur Wand eben auch helfen kann, mental die Oberhand zu haben. Aber ja, ist passiert. SKN muss dann Leistung zeigen in der Rückrunde oder eben auch gegen Billachtal. Ja. Ich denke, MVP heute gab es keinen. Alle haben sehr solide gespielt bei der TFC Tulln. Richtig. Oliver mit der Leistungskurve war definitiv nach oben. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du mitteilen möchtest? Mir ist aufgefallen, dass du heute wieder eine sehr gute Moderation gemacht hast, Dominik. Danke für die Zeit gemeinsam. Und ja, danke für den Cast. War danke gut. Auch
vor Ort ist es jetzt natürlich wichtig, dass das auch, wenn es kleine technische Probleme gegeben hat, dass das einfach immer funktioniert und klappt. Das ist auch sehr schön. Und ich hoffe auch, dass es den Zuschauern gut gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und weiterhin so die Tischfußball-Community unterstützt in Österreich. Genau, und ich glaube, nächstes Spiel, da wird vielleicht noch eins vorgelegt. Verpasst ihr kein Spiel auf Facebook, wenn ihr das mitverfolgt, nachverfolgt, und einfach auf TFPÖ im YouTube-Kanal einfach mal subscriben, abonnieren. Dann Genau. bekommt ihr auch die Benachrichtigung. Ich denke, das war's von unserer Seite. Das war's von unserer Seite. Dankeschön fürs Einschalten. Lasst uns noch einen Daumen hoch und ein Abo für den Kanal da, damit der Kanal wachsen kann, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Dominik, danke. Danke fürs Danke auch Zuschauen. dir, Fede. Und allen noch ein schönes Wochenende, hätte ich gesagt. Ciao. Baba, pfiat euch.